Jetzt gehe ich selber in meine Präsentation rein, um das ein bisschen zu sehen. Das Thema sind ja Schlafstörungen heute aus Sicht der chinesischen Medizin. Was nicht im PDF ist, würde ich einleitend ein bisschen sagen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht auf einen Spickzettel. Erstens, wie viel Schlaf braucht der Mensch? Diese Frage würde ich gerne am Anfang beantworten aus Sicht der chinesischen Medizin. Und die zweite Frage ist, wie verhält sich es mit dem Nachmittagsschlaf? Fangen wir mit dem Nachmittagsschlaf an ein bisschen. Die Chinesen sind ein bisschen spaßbefreit. Die sagen natürlich, dass tagsüber die Zeit der Aktivität des Yangs ist und nachts ist die Zeit des Yins, der Erholung. Also wäre es gut, tags aktiv zu sein und nachts eben zu schlafen. Dem steht in Opposition, was die Tibeter sagen. Die sagen immer, wenn man Hunger hat, soll man essen. Wenn man trinken möchte, dann sollte man trinken. Wenn man aufs Klo gehen möchte, sollte man aufs Klo gehen. Und wenn man schlafen möchte, sollte man schlafen. Und ich denke, der Mittelweg zwischen diesen beiden Ansichten ist sicherlich kein schlechter. Sicherlich hängt das ein bisschen vom Zustand des Qi ab. Wenn man wirklich komplett geschwächt ist oder gerade einen Infekt hat und eine Verkühlung hat, braucht der Körper natürlich mehr Erholung, dann ist es total okay, tagsüber auch zu schlafen. Wenn man halbwegs fit ist und sein Qi halbwegs gut ist, dann wäre es durchaus okay, sozusagen den Tag über aktiv zu sein und dann halt eher möglicherweise früh ins Bett zu gehen, weil die Chinesen ja sagen, der Schlaf zwischen 22 Uhr am Abend und 2 in der Früh, das ist die Zeit des maximalen Yins, da wäre sozusagen die Schlaferholungskapazität am höchsten. Also da wäre der Schlaf am besten. Nicht wie ich als Medizinstudent. Meine Tage waren damals so, dass ich um 11 Uhr aufgestanden bin, gefrühstückt habe, mit dem Rad ins Schwimmbad gefahren bin, 2 Stunden geschwommen bin, dann irgendwie ein Mittagessen gekauft habe und dann, bis ich den Tag begonnen habe, war es halt 15 Uhr, dann bin ich auf die Uni und am Abend habe ich halt zum Lernen angefangen, 20 Uhr bis um 2 Uhr. Also so gehört es nicht, wenn man sein Yin pflegen möchte. Wie gesagt, der Max, die beste Schlaferholungskapazität hätte man zwischen 22 Uhr und 2 Uhr. Also wenn man 6 Stunden schläft, um 2 ins Bett geht, bis um 8 Uhr schläft, ist es bei weitem nicht so erholsam, wie wenn man um 10 ins Bett gehen würde und bis um 4 Uhr wieder aufstehen würde. Was auch nicht im Handout steht oder im Skriptum ist, es gibt für uns TCM-Ärzte ganz gute Hinweise darauf, ob der Patient oder das Gegenüber ausreichend schläft oder nicht. Mit ausreichend meine ich jetzt gar nicht die Stundenanzahl, sondern ob der Körper genug Schlafqualität bekommt oder nicht, ob der Schlaf sozusagen effektiv ist oder nicht. Und bei manchen werden das 10 Stunden nicht ausreichend sein und bei anderen können das locker 4 Stunden ausreichend sein. Und jetzt die Frage, wie sieht man das? Das sieht man ein bisschen am Puls und das sieht man auf der Zunge. Fangen wir bei der Zunge an, weil das das Einfachste ist. Wenn wir die Zunge anschauen, ist ja vorne das vordere Drittel der Zunge, das ist dem oberen Erwärmer zugeordnet, also Herz und Lunge. Und da wir viele Zuordnungen des Schlafes dem Shen zuordnen, also den Geist, können wir hier vorne an der Zungenspitze sozusagen sehen, wie der Zustand des Shen ist und damit auch wie der Zustand des Geistes ist. Wenn wir also die Zungenspitze anschauen und die Zungenspitze ist röter als der Rest des Zungenkörpers, dann spricht das immer Shen-mäßig für Hitze oder meistens sogar leere Hitze im Herzen, möglicherweise aufgrund eines Herzblutmangels. Das wäre für mich also der Hinweis, dass der Schlaf nicht so erholsam wäre. Also jetzt der Umkehrschluss, wenn wir einen Patienten vor uns haben, der sagt, er schläft nicht gut und er wacht dauernd auf und wälzt sich dann 2 Stunden herum und wir schauen die Zungenspitze an und die Spitze der Zungenspitze eben, genau diese vordere Region, wäre nicht röter als der Rest, dann können wir eigentlich den Patienten sehr beruhigen und sagen, natürlich ist es schön zu schlafen, weil Schlaf einfach total angenehm ist, aber Ihr Körper schläft effektiv, der hat sozusagen die Kapazität, sich in der Zeit zu regenerieren, wo der Körper einen Schlaf bekommt, wie diese Race Across America Radfahrer, die nach den REM-Phasen wieder geweckt werden, etc. Also wirklich guter Hinweis, die Spitze der Zungenspitze anzuschauen. Das ist das Erste. Und dann gibt es natürlich die Pulsdiagnose.
Und wieder das Gleiche, wir tasten sozusagen die Herzregion, die tasten wir mit unserer rechten Hand bei der linken Hand des Patienten, sehr weit daumenseitig, also die letzte Position, dort ist dort, wo man den Herzpuls tastet. Und wenn der Herzpuls nicht schneller und oberflächlicher ist als der restliche Puls, dann kann man relativ gute Entwarnung wieder geben, weil man einfach sagen kann, der Schlaf, den Sie bekommen, der ist hochgradig erholsam oder der reicht auf jeden Fall aus. Also wie gesagt, mit unserer rechten Hand tasten wir bei der linken Hand des Patienten mit dem Zeigefinger die Herzregion, und wenn dort der Puls ruhig ist, dann dürfte der Schlaf sozusagen ausreichend sein. So viel vielleicht zu den Schlafqualitätskriterien. Was ich auch andeuten wollte, wie viel braucht der Mensch wirklich? Die Chinesen haben da überhaupt keine Zuordnungen, weil den alten Klassikern natürlich noch keine Stunden gegeben wurden. Ich habe aber unlängst auf der Uni unterrichtet über tibetische Medizin, und eine Kollegin der tibetischen Medizin hat dann erzählt, dass es aus Sicht der in den tibetischen Texten Zuordnungen gibt. Da ist jetzt irgendwie ein Echo. Super, danke. Dass es sozusagen Menschen gibt, die ihre Zuordnung war, die Bagan-Konstitutionen, das sind die Schleimstagnations-, die Schleimfeuchtigkeitskonstitutionen, das sind aber in Wahrheit die gemütlichen Portionen. Menschen, die würden, weil die eher entspannt sind und gelassen sind, nicht so viel Schlaf brauchen. Also wenn man ein gutes Erdelement hat, das sind sozusagen die gut geerdeten Menschen, die kräftigen Menschen mit einem guten Erdelement, die brauchen nicht so viel Schlaf, während die Menschen, die tibetisch ein Lungenproblem haben, was wir mit Yin-Mangel übersetzen würden, bei einem Yin-Mangel mit innerem Wind, die würden halt mehr Schlaf brauchen. Das sind sozusagen die Menschen, die so hochgradig, wie ich sagen, sensitiv sind, verletzlich sind, sehr schnell von ihrem Geist sind, die würden einfach mehr Schlaf für die Erholung brauchen. So würde sich der Patient dann verschiedene Schlafmengen einfach dann zuordnen können. Starkes Erdelement, wenig Schlaf, schwaches Nieren-Yin, innerer Wind, viel Schlafbedürfnis. Und die Menschen, die in der Mitte sind, tibetisch ist das Tipa, die würden halt mittel viel Schlaf brauchen, wenn man so wollte. Das vielleicht einleitend, jetzt würde ich wirklich ins Skriptum reingehen oder in das PDF. Einleitend, die Chinesen würden sagen, die rechte Seite wäre ideal für den Schlaf. Warum? Hat mit der Anatomie zu tun. Mein Anatomiestudium ist jetzt schon einige Jahre her. Ich schaue gerade, vor 29 Jahren habe ich Anatomie auf der Medizin gelernt. Aber die Leber dürfte rechts sein. Auch die Chinesen würden denken, dass die Leber rechts ist. Und wenn wir auf der rechten Seite liegen, würde dann sich das Blut schwerkraftmäßig halt in der Leber sammeln, was Sinn macht, weil der Hun, das Speicherbewusstsein, im Blut gesammelt ist und dann des Nächtens zur Ruhe kommen würde. Über das Hun komme ich dann eh noch gleich zu sprechen. Andererseits liegt das Herz, das links ist, dann oben, wird entlastet, sodass das die ideale Position ist. Was ich auch hingeschrieben habe, sind die Schlafpositionen. Das ist ganz witzig, weil ich schlafe so gut wie immer am Bauch, was komplett trifft. Diejenigen von uns, die am Bauch schlafen, würden die Chinesen sagen, das sind eher die Qi-Mangel-Patienten. Sozusagen, man liegt auf seinen Organen drauf und bekommt da viel Druck ab, dafür viel Qi ab, und man wäre dann auch sozusagen energetisierter in der Nacht. Also die Qi-Mangel-Patienten, die würden eher am Bauch liegen. Und wenn man das Gegenteil macht, wenn man am Rücken liegt und sich ausstreckt, das sind eher die Fülle Menschen, die möglicherweise auch noch Hitze haben. Also so ein bisschen eine Zuordnung hätte ich gefunden in den chinesischen Texten. Und was wir jetzt dann eh nachher noch differenzierter machen, ist der Unterschied zwischen Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen, da das eh noch ein bisschen differenzierter kommt. Nur einleitend jetzt, bei den Einschlafstörungen gibt es verschiedene Gründe, chinesisch. Der dritte Punkt, der im Skriptum steht, sind die Nahrungsmittelstagnationen. Eh klar, wenn man zu viel gegessen hat, dann kann man schon mal schlecht einschlafen. Davon abgesehen ist der Hauptunterschied für mich,
Denkt ein Patient wirklich nonstop, also kommt sein Geist überhaupt nicht zur Ruhe, aus Sorgen, aus was auch immer, dann wäre die chinesische Diagnose Herzfeuer. Das sind sozusagen die Menschen, die nicht einschlafen können und der Geist bewegt sich Tag und Nacht. Da würden wir dann nachher dann die Differentialdiagnosen genau hören. Wenn der Patient aber sozusagen sich ins Bett legt und kaum Gedanken hat und nur nicht einschlafen kann, dann wäre die Diagnose eher ein Herzblutmangel. Insofern wäre die Therapie dann natürlich dementsprechend anders. Bei den Durchschlafstörungen differenziere ich heute zwischen einem Blutmangel, einem Leber- und Herzblutmangel und vor allem einem Yin-Mangel, wobei beim Yin-Mangel man häufiger aufwacht und dann auch nächtens schwitzt und beim Blutmangel mehr der Schlaf so ein bisschen oberflächlich ist, häufig mit vielen Träumen und man wacht so ein bisschen auf und schläft dann wieder ein, aber der Schlaf ist sozusagen nicht so tief. Und ganz klare Zuordnung haben die Chinesen bei Menschen, die viel träumen. Also je mehr man träumt, desto stärker wäre die chinesische Diagnose Leberblutmangel. Das geht so weit, dass chinesische Ärzte wirklich bei Menschen, die zu stark träumen und darunter leiden würden, halt blutnährende Therapie verschrieben bekommen. Wobei Träume ja eigentlich sehr fein und sehr gut sind, weil sie einerseits die Sachen verarbeiten lassen, was den Inhalt des Hunden angeht, oder auch schon so ein bisschen Prophezeiungen für die Zukunft geben könnten, würden die Tibeter sagen, das ist gerade das, was man in der letzten Schlafphase der Nacht dann hat. Was ich dann noch hingeschrieben habe, ist Schnarchen. Schnarchen chinesisch ist hauptsächlich eine Feuchtigkeits- und Schleimproblematik, möglicherweise eine Umkehrung des Magen-Qis. Aber so würde man es angehen bei Menschen, die stark schnarchen. Man würde Feuchtigkeit und Schleim einfach umwandeln. Und was heute nicht das Thema ist, ist die übermäßige Müdigkeit. Also was würde man tun, wenn die Patienten zu müde sind? Da würde es dann verschiedene Diagnosen geben. Wenn jemand speziell in der Früh müde ist, und das ist ein gutes Differentialdiagnostikum, also egal wie lange man geschlafen hat, möglicherweise auch 10 oder 12 Stunden, und man wird dann wach und ist dann komplett träge und müde und würde dann 2 Stunden Anlauf brauchen, so ungefähr, dann wäre die chinesische Diagnose halt ein Yang-Mangel, wo wir das Yang tonisieren würden. Und wenn man den ganzen Tag über halt müde und träge ist, dann wäre es mehr ein Qi-Mangel. Aber wie gesagt, diese Müdigkeit am Anfang, diese Anlaufschwierigkeit am Abend, in der Früh, so wie manche Kinder halt nicht aus dem Bett kommen und die ersten 2 Stunden in der Schule sind immer eine Schwierigkeit. Oder als Sportler, wenn man einen Schwimmbewerb hat am Vormittag, dann würde man da seine Leistung noch nicht ablaufen können. Also Yang-Mangel in der Früh noch nicht so gut. Dann habe ich ins Skriptum geschrieben einen Spruch von Zhang Jingyue. Die Chinesen lieben ja mehrere Sprüche, das ist die Übersetzung davon. Schlaf ist Yin und wird von Shen reguliert. Und wenn Shen ruhig ist, führt es zu Schlaf. Und wenn Shen nicht ruhig ist, führt es zu Schlaflosigkeit. Also viele der Nahrungsempfehlungen, die wir heute hören werden, Kräuter und Akupunkturpunkte, wirken sich auf das Shen aus und natürlich auch auf den Schlaf. Aber das ist dann relativ ähnlich. Was jetzt im Skriptum noch steht, sind nur 2 Folien über das Hun, das ich hier mit Wanderseele in Klammer übersetzt habe. Manchmal verwende ich auch das Wort Speicherbewusstsein. Ich habe da schon im Rahmen der Vorträge in Gold Egg das ein oder andere Mal drüber gesprochen, aber die Chinesen gehen davon aus, im Hun sind sämtliche Erfahrungen gespeichert, die man als Lebewesen macht, und zwar wirklich von Beginn an unseres Lebens, wissentlich wie nicht wissentlich. Und manchmal haben wir als Lebewesen einen Zugriff zum Hun oder können halt sehen, was im Hun gespeichert ist. Neben Meditation und neben Psychotherapie
Und neben Trance-Erfahrungen können das eben auch Träume sein. Also das, was wir träumen, würde sozusagen den Inhalt, dass ich es rausbringe, des Hun repräsentieren. Und ich habe dann im Skriptum reingeschrieben, drei chinesische Kräuter, stimmt gar nicht, jetzt müsste ich Drogen sagen, weil es sind zwei Pflanzen und ein Mineralien, also eine Muschel, Austernschalen, die Chinesen, weil sie das, die ersten beiden Kräuter, Semen, Ziziphus, Spinose und Radik, das sind Ziziphusfrüchte, und die weiße Pfingsthosenwurzel, das sind Kräuter, die das Blut nähren. Und wenn das Blut genährt ist, dann wird der Schlaf einfach tiefer sein gegen die starken Träume. Und Conchiostra, das ist Austernschalen, Pulver verwenden wir meistens, ist einfach schwer und bringt es hin nach unten. Also wenn jemand jetzt wirklich nicht schlafen kann und der Geist so unruhig ist und das Hun nicht im Körper verankert wäre, dann könnte man mit diesen Präparaten ganz gut arbeiten, um das Hun wieder in den Körper zu bekommen. Heute möchte ich drei Syndromdifferenzierungen durchbesprechen: den Herzblutmangel, den Herz-Yin-Mangel und Herzfeuer, und möchte wirklich jedes Mal Verhaltensempfehlungen durchbesprechen. Die diätetische Empfehlung, wobei die stehen im Skriptum immer am Schluss, Kräutertherapie, weil ein paar Kolleginnen und Kollegen auch mit chinesischen Kräutern, wie soll ich sagen, arbeiten, die heute zuhören, würde ich die Rezeptur nur kurz sozusagen, also ins PDF habe ich es reingegeben, und halt westliche Kräuter, und ich würde die Akupunkturpunkte vorstellen. Und was jetzt am Anfang kommt, ist mal einige Einzelkräuter, weil wir können natürlich mit Rezepturen arbeiten, aber ich denke, es ist könnte ganz interessant sein, wenn ich auch das ein oder andere Einzelkräuter vorstelle. Ich schaue nur kurz, ob ich im Chat eine Nachricht bekommen habe. Scheinbar eh noch nicht. Fein, dann würde ich einfach weitermachen können. Genau. Wenn wir mit dem Hopfen also anfangen, den ich da ins Skriptum reingeschrieben habe, der Hopfen hat einen riesigen Vorteil, er wirkt ganz phänomenal, ist sozusagen das geniale Schlafkraut, weil er die Basis stärkt, das Yin, also er stärkt das Nian Yin, und er beruhigt das Herzfeuer. Also er beruhigt oben und er nährt unten, und das ist halt geniale Therapie. Einziger Nachteil, und das ist ein großer Nachteil, ist der Geschmack vom Hopfen, wenn wir den dem Patienten geben. Der schmeckt so bitter, und den würden jetzt die wenigsten in größeren Mengen tolerieren. Trotzdem, wenn jemand nicht schlafen kann, aufgrund, wenn die Basis ein Yin-Mangel ist, mit Herzfeuer, also chinesisch ist eine Shaoyin-Achsen-Problematik, also Rückenschmerzen bei Yin-Mangel und Panikattacken, Unruhezustände, Herzklopfen, Schlafstörungen, dann wäre Hopfen halt sehr, sehr fein, weil er Hitze klärt, weil er den Geist beruhigt und gleichzeitig von unten nährt. Ich verwende den Hopfen immer wieder in meiner Praxis. Allerdings gehe ich dosismäßig nicht an die obere Grenze rein, weil ich das dem Patienten nicht antun möchte. Also die würden dann zu stark leiden. 1,5 Gramm pro Tag wäre in einer Mischung meistens die Menge, die ich gebe. Das ist sozusagen endenwollend hoch, aber das geht eigentlich ganz gut. Das nächste Kraut, das ich im Skriptum stehen habe, ist der Ackerschachtelhalm. Das ist jetzt die viel angenehmere Methode, die man geben kann, wenn man Schlafstörungen hat, wo die Patienten in Wahrheit ausgebrannt sind und als Basis einen Yin-Mangel haben, wo wir sie substanziell einfach nähern wollen. Dann geben wir den Ackerschachtelhalm als Rohdroge oder pulverisiert oder halt nur mit heißem Wasser gießen und kurz ziehen lassen, also nicht längere Zeit kochen, weil dann Ackerschachtelhalm einfach dann theoretisch wirken würde. Jetzt springe ich gleich, obwohl es didaktisch nicht so klug ist. Aber gerade bei den Yin-Mangel-Patienten beobachte ich das immer wieder bei mir selber, aber auch bei meinen Patienten, dass der Schlaf umso besser ist, je weniger hungrig die Patienten sind. Also die Yin-Mangel-Patienten mit leerer Hitze,
die sollen bloß kein Dinner-Canceling machen oder so. Die sollen bloß nicht hungrig ins Bett gehen, weil es braucht etwas Schweres und Dichtes, was sozusagen den Geist verwurzelt. Und die könnten dann, gerade wenn die einen Yin-Mangel haben, die sollten im Idealfall dann sozusagen ein paar Datteln oder ähnliches neben dem Bett liegen haben oder eine Kürbissuppe oder wie auch immer, meinetwegen auch ein Stück Schokolade. Aber Datteln wären sozusagen das Synonym für herzblutnährendes Nahrungsmittel bei leerer Hitzepatienten, die nicht schlafen können. Also wenn leere Hitze beim Yin-Mangel sozusagen die Hauptursache für die Schlafstörung ist, dann ist es durchaus indiziert, etwas zu essen am Abend und bloß nicht die Mahlzeiten auszulassen. Über Ernährung komme ich dann eh noch genauer zu sprechen bei den drei Differentialdiagnosen, die ich vorstellen möchte, aber nur jetzt mal gedanklich für mich eingeleitet, unbedingt etwas dem Patienten zum Essen geben, wenn sie eine leere Hitzeproblematik haben. Die sollen nicht fasten. Über Kaffee werde ich auch noch das ein oder andere Wort gerne verlieren heute. Dann habe ich die Rose reingegeben. Ich erzähle immer gern über die Rose. Das ist jetzt nicht so das perfekte Schlafkraut. Das ist halt ein Kraut, das Shen jetzt nicht sediert, beruhigt. Das machen Passionsblüte und Weißdornblüte. Das sind die Kräuter, die nachher hoffentlich kommen. Ich habe noch gar nicht geschaut, aber ich hoffe, ich habe die ins Skriptum reingegeben. Aber Rosenblüte klärt den Shen, macht uns sozusagen liebevoller, entspannter, mitfühlender, freudvoller, was auch immer, aber vor allem den Geist einfach ruhig. Und dann leidet man weniger unter den verschiedenen Dingen, die da sind, möglicherweise auch unter dem Schlafmangel, den man hat. Aber Roseblüte entspannt einfach, ist das Kraut, das uns weise werden lässt, ist ein Kraut, das die Herzkanäle klärt. Schöne Sache. Safran würde auch in die Richtung gehen. Vanille geht ein bisschen in die Richtung. Gerne dem Patienten zukommen lassen, wenn man möchte. Rose. Viel effizienter, was Schlaf angeht, sind die nächsten beiden Kräuter. Und das ist die Passionsblume und Weißdorn. Bei Passionsblume habe ich im Skriptum, sehe ich gerade einen minimalen Fehler gemacht. Ich habe dahin geschrieben, pharmazeutischer Name Passiflora floss. Das würde sich also auf die Passionsblüte beziehen. Die kriegen wir nicht in den österreichischen Apotheken, sondern wir bekommen nur Herber, das oberflächlich wachsende Kraut. Das ist ja so ein bisschen wie ein Efeu. Das sind so filigrane Pflanzen mit wahnsinnig schönen Blüten und wir kriegen sozusagen die Blüten nur mit den Stängeln, also mit den Zweiglein und den Blättern, was total okay ist. Also die Blüten zu beziehen, ist relativ schwierig über die österreichischen Apotheken. Ich schreibe immer Herber Passiflora auf, außer ich mache Flüchtigkeitsfehler wie eine Vorbereitung zu dem Vortrag heute. Also wie gesagt, Herber wäre die Methode der Wahl. Und als ich meinen Turnus gemacht habe, vor ziemlich genau 20 Jahren, war ich auf einer internen Station, wo die Patienten gerne Schlafpräparate bekommen hätten immer wieder. Und wenn wir dem Patienten nicht die heftigen Präparate gegeben haben, aber doch mehr als ein Placebo, dann waren das immer Passedan-Tropfen. Und Passedan-Tropfen sind eben genauso zum Passionsblütenextrakt. Das ist sozusagen pure Phytotherapie, die wir damals auch immer in einem Wiener Gemeindespital den Patienten gegeben haben. Was machen jetzt Passionsblüten? Diese klären Hitze, sind also leicht kühlend. Und die beruhigen den Geist. Also das ist ein Unterschied zwischen Rose, was den Geist wirklich klärt. Also das macht einen sozusagen weiser, wenn man so möchte. Und Passionsblüte entspannt den Geist und nimmt die leere Hitze. Also wäre auch gut gegen Panikattacken. Aber wenn der Geist zu hochtourig durch die Gegend hüpft und man den nicht unter Kontrolle bringen kann, wenn unser Geist schneller ist, als wir uns das wünschen würden, dann sind Passionsblüten komplett angenehm. Und Passionsblüte hat auch ein bisschen einen Leber-Gallen-Bezug, wirkt also innerem Wind entgegen und beruhigt aufsteigendes Gallen-Yang. Das Gute an Passionsblüte ist, es schmeckt einfach mild. Also das kann man gerne auch längere Zeit geben und in größeren Mengen. Ich werde danach erzählen, dass ich diese Schlafkräuter gerne
nicht den ganzen Tag gebe, weil sonst die Patienten so ein bisschen ruhig gestellt sind, zu entspannt so ungefähr, sondern ich gebe diese Rezepturen gerne dann 2 Stunden, bevor der Patient ins Bett geht. Die Kräuterrezepturen, die schlaffördernd sind. Also je nachdem, wann der Patient ins Bett geht, wenn der, sagen wir, um 23 Uhr ins Bett geht, dann sollte um 21 Uhr so ungefähr diese Kräuter dann einnehmen mit relativ wenig Flüssigkeit, weil sonst müsste er natürlich nachts auf die Toilette gehen. Und was ich häufig auch sage, ist bei den westlichen Kräutern, die ich meinen Patienten am Abend zukommen lasse, ist, sie sollen das gerne mit einem Löffelchen Honig nehmen, weil Honig natürlich sozusagen süß ist und damit nährend und entspannend. Aber Honig nährt auch das Herzblut und das kann so gut wie nie schaden, wenn wir Schlafstörungen haben. Deswegen gerne den Patienten diese abendlichen Teerezepturen bei Schlafstörungen mit 1, 2 Löffelchen Honig dann zukommen zu lassen. Genau. Jetzt gehe ich mal weiter. Die nächste Pflanze, die ich einzeln noch vorstellen darf, sind die Weißdornblüten. Das sind jetzt wirklich die Blüten. Die wirken wirklich sehr ähnlich wie die Passionsblüte. Der Unterschied ist, dass die Passionsblüte eine Spur thermisch kühlender ist. Die habe ich also mit kühl beziffert und Weißdornblüten sind thermisch neutral. Das wäre so bei den Menschen, die unter Yang-Mangel und Kälte-Symptomen eher leiden, die Methode der Wahl. Und Weißdornblüten hat mehr Bezug nur zu Niere und Herz und weniger Bezug zur Gallenblase. Sonst verwendet man die eh gerne gemeinsam. Weißdornblüten. Blüten, wirklich die Blüten und nicht die Früchte, die in der chinesischen Phytotherapie verwendet werden. Also Weißdornblüte gerne in Kombination mit Passionsblüte. Damit kann man sowas von gar nichts falsch machen bei Menschen mit Schlafstörungen. Und möglicherweise hilft es sogar, wenn wir Glück haben. Wie gesagt, nicht über den Tag verteilt, außer die Patienten haben Herzrhythmusstörungen, Vorflimmern, Tachykardien, wie auch immer, oder Panikattacken, also Herzfeuer als Diagnose, dann könnte man es über den ganzen Tag verteilt geben. Wenn die leere Hitze nur zu Schlafstörungen führt, dann gern diese Kräuter einfach nur am Abend dann zu geben. Schöne Kräuter, angenehm schmeckend, kein Problem eigentlich. Und dann habe ich noch Goldrute reingegeben ins Skriptum. Gut, Goldrute ist jetzt, wie soll ich sagen, jetzt nicht das genialste Kraut, was schlaffördernd wäre. Ich verwende Goldrute trotzdem sehr gerne. Ich erzähle das eh immer wieder in den Vorträgen, weil es so ein krampflösendes Kraut ist. Also, wann immer wir Krämpfe haben in unserem Körper, sei das jetzt Gallenkoliken oder also gynäkologische Krankheiten mit Krämpfen oder wo immer man oder Muskelkrämpfe und Zuckungen, dann würde das gut spannungslösend sein. Ich glaube aber, dass Goldrute auch geistig auf krampflösend wirkt. Also wenn wir so etwas wie festgefahrene Gedankenmuster haben und wir beharren da ganz schrecklich dran, weil das irgendwann mal funktioniert hat, was wir uns gedanklich erarbeitet haben. Und selbst wenn jetzt schon alles sozusagen um uns herum zusammenbricht, wir halten noch an diesen Mustern fest, um die Perspektive ein bisschen zu erweitern, was manchmal nicht schlecht ist, weil wir als Lebewesen dazulernen können, dann wäre Goldrute sozusagen das eleganteste Kraut, um da sozusagen ein bisschen zu lockern. Deswegen ist Goldrute gerade bei den Menschen, die an wichtigen Entscheidungen stehen im Leben oder die schwere Krankheitsbilder haben, wo es fein ist, wenn man ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen möchte, eine ganz gute Geschichte. Sonst, wie gesagt, Goldrute für glatte Muskulatur, Entschuldigung, für die glatte Muskulatur, das sind die Eingeweide, also Gallenkoliken und so weiter, wie auch die quergestreifte Muskulatur, die willentlich, also beim steifen Nacken und so weiter, bei Krämpfen im Bewegungsapparat, gute Kräuter, Prostatakrämpfe, wie auch immer. Ist jetzt nicht die beste schlaffördernde Pflanze, aber sonst eine ganz gute Geschichte. Damit waren wir jetzt sozusagen einleitend schon durch. Und was jetzt kommen würde, sind diese drei
sozusagen Symptome, die ich vorstellen möchte, Schlafstörungen aufgrund eines Herzblutmangels. Nachher kommt dann, Moment, ich schaue da runter, ich habe die Reihenfolge nicht im Kopf, Schlafstörungen aufgrund des Herzchenmangels und dann aufgrund von Herzfeuer. Fangen wir also mit dem Herzblutmangel an. Das Gute an der Geschichte ist, die Symptome habe ich nicht ins Skriptum geschrieben, das ist so ein bisschen das gemütlichste Krankheitsbild aus Sicht der chinesischen Medizin, wo, wenn die Patienten das haben, die Schlafstörungen auch nicht so massiv sind. Weil der Herzblutmangel heißt mehr, dass das Shen und das Hun nicht so verwurzelt sind im Körper. Das heißt, der Patient kann eigentlich eh schlafen, aber er ist auch tagsüber so ein bisschen schreckhaft und nachts halt auch. Also man würde dann, wenn der Partner irgendwie kommt, wird man aufgeweckt, oder wenn die Kinder irgendwelche sozusagen weinen, wird man aufgeweckt, oder der Dackel irgendwie sich umdreht. Also man hört sozusagen jeden Ton. Das ist ein Herzblutmangel. Weil Menschen mit einem Herzblutmangel sind so ein bisschen schreckhaft. Ich kann mich erinnern, als ich mit TCM angefangen habe und Herzblutmangel studiert habe, ich habe damals sozusagen WG-mäßig mit meiner Schwester gewohnt, und wenn die in der Küche war beim Kochen und sie gerade in der Herzblutmangelphase war, es geht um diese Schreckhaftigkeit, und ich in die Küche reingekommen bin und sie gar nicht das gemerkt hat und ich habe sie darauf angesprochen, wumps, dann ist sozusagen das Gemüse durch die Küche geflogen. Also Herzblutmangel, da hat man so eine gewisse Schreckhaftigkeit. Tagsüber, wie halt auch nachts. Und man hat auf jeden Fall lebhafte Träume. Also bei den Herzblutmangelpatienten spielt sich nachts immer sehr, sehr viel ab. Die können dann richtige Romane schreiben. Also je stärker die Träume sind, je intensiver die Träume sind, desto stärker ist ein bisschen der Herzblutmangel. Sonst gibt es gar nicht so viele Zuordnungen. Menschen mit einem Herzblutmangel sind ein bisschen schreckhaft, das habe ich schon gesagt. Menschen mit einem Herzblutmangel sind geistig nicht so belastbar. Die sind so ein bisschen geistig müde. Also die können schwer, weiß ich nicht, Bücher lesen und die Sachverhalte sich gut merken. Wenn die irgendwie studieren müssen und irgendwelche Paragraphen lernen, dann tun sich die ein bisschen schwer. Also geistig ist man nicht so belastbar. Und gerade das Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen eingeschränkt. Sonst ist es gar nicht viel. Es geht zu, Herzblutmangel ist das leichteste Krankheitsbild. Herzblutmangel bedingt dann die anderen Zustände, wie den Herzchenmangel oder eigentlich nur den Herzchenmangel. Herzfeuer wäre eigentlich ein Überschuss. Aber es ist so das leichteste Krankheitsbild, aus dem sich andere Dinge entwickeln können. Aber in der Praxis ist ein Herzblutmangel oft mit einem Leberblutmangel assoziiert. Insofern hätte man diese ganzen Blutmangelsymptomatiken, die ich gleich aufzählen kann, auch bei einem Herzblutmangelpatienten häufig. Zum Leberblutmangel passt, das sieht man den Menschen häufig schon an. Patienten sind ein bisschen blass. Also Menschen, die damals, als ich studiert habe, habe ich in der Marilferstraße gewohnt, und damals in einer Seitengasse, das gibt es jetzt schon nicht mehr, hat es einen Bioladen gegeben. Und die Bioladenverkäuferin, die war die perfekte Verkörperung eines Leberblutmangels. Also jetzt kann ich einfach beschreiben, wie diese Frau ausgesehen hat, um den Herzblutmangel zu beschreiben. Die Dame hat immer einen weißen Kittel an, und genauso weiß wie ihr Kittel war auch ihre Haut. Also die war sowas von blassfahl, das würde zum Herzblutmangel sprechen. Leberblutmangel. Was Leberblutmangelmenschen auch haben, ist eine total trockene Haut. Also so eine trockene, blasse Haut, wie auch trockene Haare, die möglicherweise brüchig sind, würden zum Leberblutmangel passen. Die Fingernägel sind brüchig oder rissig. Die Haare sind nicht nur dünn, sondern auch so ein bisschen brüchig und können so einen, wie heißt das, Spliss, keine Ahnung. Also die sind einfach brüchig, die Konsistenz ist nicht so gut. Die schauen aus, als ob man sich zu viele Dauerwellen gemacht hätte. Man ist lichtempfindlich bei einem Blutmangel. Man könnte möglicherweise Nachtblindheit entwickeln. Frauen, die einen Blutmangel haben, würden theoretisch weniger bluten, was eh klug ist, weil der
Blutmangel einfach dadurch gespart wird und nicht verstärkt wird, was eh fein ist, wenn Menschen mit einem Blutmangel nicht so stark bluten, weil sie sonst noch mehr verletzt werden würden. Aber das Hauptkennzeichen sind sicher und Neigung zur Sehnenscheidenentzündung ist auch so ein totaler Hinweis auf. Und das hatte diese Frau eben auch. Also diese Frau in dem Bioladen hatte eben total brüchige Haare und Fingernägel und dann war sie immer eingefascht, weil sie chronische Sehnenscheidenentzündung gehabt hat. Und sie wollte immer das Licht ausgeschaltet haben bei ihr im Laden, weil sie so lichtempfindlich war. Und ich kenne das, in meiner Turnuszeit war ich komplett überarbeitet und mir war am liebsten auch Kerzenlicht, weil ich das Yang des Lichtes gar nicht mehr ausgehalten habe. Also Lichtempfindlichkeit, das Zeichen des Blutmangels. Und so hat sie dann ihre Dinkelleibchen empfohlen. Zu den Ernährungsempfehlungen würde ich dann eh gleich kommen. Wenn wir die Zunge anschauen beim Blutmangel, weil die habe ich auch nicht jetzt ins PDF reingeben, dann hätten wir, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir die Zunge anschauen bei einem Blutmangel, wäre die Zunge eigentlich blass und trocken. So schaut die Zunge bei einem Blutmangel aus. Blass und trocken sollte sie sein. Aber wenn der Blutmangel zu leere Hitze im Bereich des Herzens führt, und das ist eben häufig der Fall, dann haben wir eine blasse, trockene Zunge, wo trotzdem die Zungenspitze so ganz leicht gerötet sein könnte, als Zeichen davon, dafür, dass der Geist halt so ein bisschen unruhig wäre. Also so eine minimal gerötete Zungenspitze könnte man auch bei einem Herzblutmangel haben, obwohl dort eigentlich die Zunge blass sein sollte als Korrelat für den Blutmangel. Und der Puls ist relativ unspektakulär für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die auch mit Pulsen arbeiten. Der Puls bei einem Blutmangel ist einfach dünn. Das ist ein dünner Puls, ein filigraner Puls, den man halt tasten kann, gerade noch tasten kann, aber auf allen drei Ebenen. In Shimai heißt der chinesisch. So. Und was jetzt kommen würde, sind die Kräuter. Ich schaue gerade die Reihenfolge. Ah, fein, im Skriptum habe ich an ein... Oh ja, da steht eh erst die westliche Rezeptur und dann die chinesische Rezeptur. Schlafstörung aufgrund des Blutmangels. Vorher noch, oder Moment, nein, die Ernährungsempfehlungen kommen am Schluss. Das ist fein, die habe ich auch reingeschrieben. Fein. Also fangen wir mit den Kräutern an, die man gerne geben könnte. Die Rezeptur, wie sie im Skriptum steht, ist eigentlich eine ganz gute Rezeptur, weil es sind die schon vorher angekündigten Passionsblüten drin und es sind Weißdornblüten drin und es ist Hopfen drin. Das sind einfach die Kräuter, die den Geist so ein bisschen nehmen und beruhigen. Damit liegt man immer ganz gut. Dann habe ich Mistel in die Rezeptur reingegeben. Mistel ist halt ein yin-stärkendes Kraut, was nochmal den Geist ein bisschen beruhigt. Und was ich dann in die westliche Kräuterrezeptur noch reingegeben habe, sind die weißen Pfingstrosenwurzeln, weil die Pfingstrosenwurzeln, die weiß sind, sind halt diejenigen, die wir verwenden, um das Blut zu nähren. Die schmecken jetzt nicht ganz, ganz hervorragend, aber gerne sozusagen als nährendes Kraut, um längerfristig halt den Blutmangel zu behandeln. Dazu muss man sagen, der Blutmangel aus Sicht der chinesischen Medizin dauert eine Zeit, bis wir den wegbringen. Also es ist nicht so, dass wir das heute therapieren und es morgen gut wäre. Wir können es natürlich symptomatisch therapieren, so wie man symptomatisch auch ein Schlafpräparat geben könnten. Das wäre dann Weißdornblüte, Hopfen und Passionsblüte, die wirkliche sozusagen Behandlung der Wurzel, das wäre dann die Behandlung des Blutmangels. Da habe ich jetzt nur die Pfingstrosenwurzel reingegeben ins PDF. Das würde 3 Monate dauern. Also die Behandlung eines Blutmangels aus Sicht der chinesischen Medizin dauert schon 90 Tage. So lange müsste man dann dranbleiben, bis das dann im Idealfall wieder gut austherapiert ist. Ein Kraut, das ich nicht ins Skriptum reingeschrieben habe, für diejenigen, die gerne mit Kräutern arbeiten, weil das sich erst in den letzten 1-2 Jahren so als bisschen eines meiner Lieblingskräuter entwickelt, das ist die Petersilienwurzel als blutnährende Pflanze, die wir westlich gut zur Verfügung haben. Petersilienwurzel ist thermisch leicht warm, stärkt die Milz,
Will noch nicht sagen, dass es ein Gin Tonic ist, aber es ist eine gut stärkende Pflanze und nährt halt das Blut, ohne zu befeuchten. Das ist der Punkt. Also es ist nicht sehr befeuchtend, deswegen kann man das ganz gut geben. Diese Kräuter, die jetzt hier stehen, sind sehr symptomatisch. Also Patient hat Schlafproblematik und ich gebe halt was, was den Schlaf verbessert. Wenn wir diese Kräuter längere Zeit geben wollen, wäre es natürlich chinesisch gedacht, immer fein noch die Milz zu stärken, die Mitte zu stärken, dass die Kräuter auch sozusagen längerfristig gut resorbiert werden. Also je nachdem könnte man dann noch, Mandarinenschalen gibt es gerade so gut wie nicht, aber man könnte zum Beispiel die Angelika-Wurzel reingeben, die westliche, oder man könnte Schafgarbe dazugeben, die kriegen wir beide, die stärken die Milz und damit würde die leicht befeuchtende Wirkung der Pfingstrose dann gut ausgeglichen werden können, polizeikrautmäßig aus Sicht der chinesischen Medizin. Sonst gemütliche Rezeptur, wie schon vorher gesagt, gerne auch am Abend zu geben, gerne noch mit einem Löffelchen Honig zu geben, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt schaue ich noch zur chinesischen Rezeptur. Das ist die nächste Folie, die ich da habe. Genau, das ist nur angedeutet jetzt für diejenigen, die mit Kräutern arbeiten. Eine Rezeptur, die da heißt Yang Sim Tang, chinesische fertige Rezeptur. Das ist halt so, wie wir halt ein Schlafpräparat schulmedizinisch geben würden, könnten wir diese Kräuter einsetzen. Das sind gut, das sind richtig nährende Kräuter. Die sind sehr nährend, sehr befeuchtend. Da sind auch noch Kräuter drin, die wir waren, die letzten beiden Kräuter. Die würden also fast zu Feuchtigkeitsstagnationen im Bereich des Körpers führen. Will damit sagen, ich würde die nicht unreflektiert längere Zeit nehmen, weil sie dann auch Nebenwirkungen machen. Also wenn jemand eine Milzschwäche hat, dann sind diese Präparate fast zu befeuchtend. Aber natürlich, bevor der Patient gar nicht schlafen kann und diese Spirale immer weiter runtergeht, kann man ihm diese Kräuter geben. Aber die sind sehr nährend, die sind sehr befeuchtend. Die Chinesen hätten das halt bei akuten Problematiken gemacht, würden das aber niemals monatelang geben. Also das ist mehr so eine kurzfristige Geschichte. Womit wir dann zu den Akupunkturpunkten kommen, die ich im Skriptum reingegeben habe. Ich muss gestehen, ich habe den wichtigsten Punkt zum Nähren des Herz des Blutes gar nicht reingeschrieben. Gerne dazu notieren, das ist der Punkt Milz 10, der Meer des Blutes, Xue Hai, das ist dieser Punkt über der Kniescheibe. Den könnte man auf jeden Fall geben, um das Blut zu nähren. Und die anderen Punkte sind halt schlafspezifische Punkte bei einem Blutmangel. Mit Herz 7 liegt man niemals schlecht, um den Geist zu beruhigen. Kreislauf Sexus, also das sind eh gemütliche Punkte. Herz 7 kann ich kurz zeigen, wenn das, dass ich mich selber sehe. Warte mal. Ist das die Sehuhr? Ein Computer fuchst. Ich meine Hand, super. Also wenn das hier die Hand ist, der Herzmeridian ist kleinfingerseitig und bei der Handgelenksbeugefalte, genau dort, wo die Handgelenksbeugefalte ist, sozusagen kleinfingerseitig, da ist dieser Punkt Herz 7 und den könnte man halt akupunktieren, akupressieren, sich halten zum Nähern des Blutes, einem Blutmangel, bei einer Unruhe des Geistes. Nachher hoffe ich, werde ich den Punkt Herz 8 auch noch vorstellen, zu dem dann später, das ist mehr sozusagen, da braucht es aktives Mitgefühl, um diesen Punkt zu nadeln, weil man da kaum Nadeln reinsetzen kann, weil da die Haut so fest ist. Das werde ich aber dann hoffentlich bei Herzfeuer, das letzte Krankheitsbild, das ich heute vorstellen darf, dann im Skriptum haben. Wow, ich sehe, wir haben 100 Teilnehmer. Wie nett ist das? Herzlich willkommen alle. Voll nett. Ich wünsche uns gute Nächte. Gehen wir zum Skriptum weiter. Ernährung. Das ist jetzt eine feine Sache, weil wir ernährungstechnisch wirklich viel tun können.
Das Wichtigste, glaube ich, habe ich so indirekt schon ein bisschen gesagt, nicht fasten bei den Leereproblematiken, also natürlich nicht bei Nahrungsmittelstagnation, aber bei einem Blutmangel sollte man das Blut ein bisschen nähren. Insofern sind es die blutnährenden Präparate. Für das Herzblut sind ein paar Präparate besonders gut, dass ich die aufzähle. Das Beste überhaupt sind eigentlich Datteln. Eine liebe Kollegin hat mir gerade 5 Kilo von diesen saftigen Datteln zuschicken lassen. Das heißt, ich habe jetzt eine Schachtel mit 5 Kilo Datteln drin. Ich kann in Datteln baden, schlafen oder sie essen. Total gut. Also kein Herzblutmangel mehr die nächsten 3 Monate. Total nett. Also Datteln sind wunderbar zum Herzblut nähern. Litschis gehen übrigens ein bisschen in die Richtung. Litschi-Zeit müsste jetzt eh langsam kommen, weil die wären jetzt 3. November, also wenn die Litschis kommen. Und für die Südostasien-Spezialisten, es gibt Früchte, die heißen Longan-Früchte. Longan-Früchte. Ich beziehe sie manchmal, also ganz selten gibt es die in den normalen Lebensmittelgeschäften frisch im November. Sonst kriegen wir die in manchen chinesischen Geschäften getrocknet. Die schmecken wunderbar, so eine Mischung aus getrockneten Marillen und Himbeeren. Also sehr süß, sehr nährend. Nährt perfekt das Herzblut. Also wenn man gut lernen möchte, braucht man auch ein gutes Herzblut. Als Studentenfutter dann Datteln, Litschis oder Longan. Was sonst wunderbar geht, ist eigentlich Eigelb. Das hätte einen sehr guten blutnährenden Effekt. Und was auch ganz gut geht, was immer schwierig ist, weil das die wenigsten von uns vertragen aufgrund einer Milchschwäche, ist eigentlich Weizen gekocht und die Flüssigkeit getrunken. Also sozusagen Weizen kochen, die Flüssigkeit trinken, wäre ein herzblutnährende Flüssigkeit. So wie wir früher auch Milch mit Honig gegeben haben. Ja, also es ist mehr so säftenährend. Aber das sind schon ganz gute Sachen, die wir den Patienten empfehlen könnten. Ich schaue, was ich sonst noch geschrieben habe. Natürlich kann man das Blut leichter nähren mit Fleisch. Deswegen steht da Rindfleisch und Lamm und Geflügel. Petersil, Kürbis, Karotten, das geht alles ein bisschen in die Richtung. Also per se sind es ein bisschen rote Sachen. Was, glaube ich, im Skriptum nicht drinsteht, sind rote Rüben. Die würden wunderbar gehen zum Nähren des Blutes. Aber mit Geflügel, Datteln, Kürbis, Karotten, Petersil. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Kann man ganz gut das Blut nähern. Was man weggeben sollte, sind die Dinge, die Nahrungsmittel, die das Blut verletzen. Und das steht dann eh im PDF drin. Ich glaube, ich habe grünen Tee, schwarzen Tee und Kaffee reingeschrieben. Ich schaue nur kurz, was ich reingeschrieben habe. Genau. Scharfe Gewürze habe ich reingeschrieben. Scharf lebt immer, das ist so ein chinesischer Spruch, von dem, was der Patient hat. Also scharf nur den Menschen geben mit einer Fülle, nicht den ausgezehrten Yin-Mangel-Patienten. Und grüner Tee, jetzt kurz für die Spezialisten unter den Zuhörern. Grüner Tee im Unterschied zum schwarzen Tee, im Unterschied zum Kaffee. Die wirken alle natürlich ähnlich. Die sind alle ein bisschen bitter vom Geschmack, leiten also feuchte Hitze aus und kühlend und wirken doch ein bisschen unterschiedlich. Und zwar würden die Chinesen sagen, dass der grüne Tee vor allem das Nian Yang verletzt, also verletzend auf das Yang Qi. Grünen Tee dürfen also gerne die Menschen nehmen, die feuchte Hitze haben. Nicht Menschen wie ich, die, ich habe jetzt wirklich gerade 3 Paar Socken an. Ich sitze in der Ordi am Boden. Unter meiner Ordi ist keine Wohnung, die geheizt wird. Das heißt, von unten kommt es ein bisschen kühl. Also als Repräsentation des Yang-Mangels. Für mich ist grüner Tee nichts, ganz klare Sache. Also grüner Tee verletzt das Nian-Yang. Schwarzer Tee verletzt wirklich das Blut. Also für diejenigen von uns, die einen Blutmangel haben, die sollten sehr aufpassen mit schwarzem Tee, solange man genug Blut hat. Schwarzer Tee, kein Problem. Und der Kaffee ist beim Blutmangel, den wir jetzt gerade durchbesprechen, noch nicht so dramatisch wie beim Herzchenmangel. Da ist er wirklich, Gift ist ein dramatisches Wort, aber nicht sehr zu empfehlen. Aber Kaffee aus Sicht der chinesischen Medizin wandelt unsere Substanz um, also unser Qing um in Qi
Und wenn man substanzmäßig geschwächt ist, dann soll man den Kaffee nicht trinken. Wenn man substanzmäßig nicht geschwächt ist, kann man Kaffee natürlich ruhig trinken. Kaffee aus Sicht der chinesischen Medizin wirkt bitter und kühlend, ist also perfekt für Patienten mit feuchter Hitze. Jetzt, wenn man sich jetzt Gedanken macht, darf man Kaffee trinken, in Bezug auf Schlaf? Und ich glaube, es ist relativ einfach. Wenn man Kaffee trinkt und am Abend drauf dann schlafen kann, dann hat man eh genug Blut und Säfte und Yin, dann ist es kein Problem. Wenn man dann den Kaffee trinkt und dann merkt, man wird so ein bisschen unruhig und man wird so ein bisschen flatterig, also man kriegt so ein bisschen inneren Wind und der Schlaf ist oberflächlich, dann hat man eh schon die Diagnose so ungefähr. Und dann den Kaffee weggeben, dann lieber Datteln nehmen und Kürbis. Also diejenigen, die eine Fülle haben, gerade an feuchter Hitze, für die ist Kaffee überhaupt kein Problem. Und diejenigen, die einen Blutmangel haben und speziell einen Yin-Mangel haben, denen würde ich wirklich empfehlen, den Kaffee wirklich zu lassen, also je nachdem. Und wenn man so in der Mitte drinnen ist, wenn man ein bisschen yin-mäßig geschwächt ist und trotzdem den Kaffee gerne mag, dann kann man ein bisschen einen Kompromiss machen, weil man den Kaffee dann besser verträgt, wenn man nicht hungrig ist. Also wieder erst was essen und dann den Kaffee dazu trinken, dann ist er ein bisschen nebenwirkungsarmer, wenn man so möchte. Genau, das waren die Geschichten, so viel vielleicht zur Ernährung da. Genau. Ich gehe ein bisschen weiter. Kommen wir zur Schlafstörung aufgrund eines Herz-Yin-Mangels. Das ist jetzt, wenn man so möchte, der unangenehmste Zustand, weil wenn das Yin schwach ist, überwiegt halt das Yang und dann haben wir es mit leerer Hitze zu tun. Und therapeutisch wird es dann relevant sein, kurzfristig natürlich möglicherweise das Yang zu sedieren, weil der Patient Panikattacken hat und Herzklopfen hat und nicht schlafen kann. Nur dann schwächt man den Patienten. Das heißt, längerfristig wird die Methode der Wahl sein, das Yin zu stärken bei diesen Patienten. So, das klingt relativ gut und gemütlich. Die schlechte Nachricht zum Tag ist, dass im Huangdi Ni Qing ja schon steht, dass die Therapie eines Yin-Mangels 7 Jahre braucht. Also das ist sozusagen jetzt die langwierigst zu therapierende Krankheitsgruppe, wenn man so möchte, die Yin-Mangel-Patienten. Das ist nur der Worst-Case-Szenario natürlich, aber das dauert einige Zeit. Ich habe das eh auch schon mal im Rahmen der Vorträge in Goldeck gesagt. Die Chinesen haben ja so eine ganze Liste an, okay, Ursachen für einen Yin-Mangel und dann kommt halt normalerweise alles Mögliche. Dann kommt unter anderem Schlafmangel, also wenn man als Mutter Kinder stillt in der Nacht oder wenn man als Krankenschwester nachts arbeiten muss oder wenn man als Pilot Transatlantik fliegt und die Zeitverschiebungen hat. Das ist alles grenzgenial, um das Yin zu verletzen. Oder wenn man als Frau zu viele Kinder in die Welt setzt innerhalb von kurzer Zeit oder zu starke Menstruationsblutungen hat oder als Mensch zu viel ejakuliert, das wäre das Korrelat der starken Blutungen oder des Stillens so ein bisschen. Also es gibt so eine Gruppe an, oder zu viel Ausdauersport macht, wo man schwitzt. Also es gibt eine Gruppe an Ursachen für den Yin-Mangel oder zu viel scharf-heiße Nahrungsmittel zu sich nimmt, also zu stark indisch kocht, wenn man so möchte, oder pushende Drogen nimmt oder wie auch immer. Also es gibt eine ganze Palette an Yin-Mangel-Problematiken, davon abgesehen, dass je älter wir werden, der Yin-Mangel immer mehr in den Vordergrund rückt. Also sozusagen ab 60 mache ich mir weniger Sorgen um das Yang der Menschen als um das Yin der Menschen. Also sozusagen je älter wir werden, desto mehr kommt der Yin-Mangel, denke ich, in den Vordergrund. Nachdem ich das alles gesagt habe, weil natürlich kann man dort überall ansetzen. Man kann schauen, dass man weniger Nachtdienste macht. Man kann schauen, was weiß ich, weniger scharf isst, dass man weniger Marathontraining macht und so weiter. Das ist die eine Ebene. Die andere ist aber die geistige Ebene. Und das steht in diesen chinesischen Texten nicht so gut drin. Das ist mehr so ein bisschen meine eigenen Gedanken. Aber ich glaube, das Yin hat ja viel mit so Yin als Archetyp von Geschenken annehmen zu können. Das hat was mit
mit Dankbarkeit zu tun, mit Erntedankfesthaltung. Wenn man ein kräftiges Yin hat, dann ist man einfach dankbar. Dann fühlt man sich sozusagen getragen von der Welt und dem Universum. Das ist, wenn man sozusagen den ganzen Speisekammer voll hätte mit Kürbissen und Getreide. Man muss nichts tun, ja, weil Yin-Mangel-Patienten haben immer Begierde. Bezieht es jetzt nicht auf sexuelle Gelüste, sondern man möchte immer, weiß ich nicht, noch ein Kind oder noch eine Ordination oder noch eine Ausbildung oder einen anderen Partner oder ein schnelleres Auto oder was. Also dieses Streben nach Dingen, die man hat, und das ist, glaube ich, so schwierig beim Yin-Mangel, weil wenn wir die Patienten mit einem Yin-Mangel stärken, dann sind die wieder fitter, mit dem Ergebnis, dann geben die wieder weiter Gas, ja. Dann können die wieder weiter trainieren und dann können sie wieder mehr arbeiten, können sie wieder mehr Projekte aufreißen. Das heißt, wir geben denen Brennstoff, Holz und das Feuer lodert halt weiter. Deswegen dieser für uns so langweilige Spruch der Taoisten, ein 60-prozentiger Erfolg ist ein guter Erfolg. Also sozusagen, wir wollen die Flamme nicht zu hoch lodern lassen, weil sie einfach sonst unser Qing oder unser Yin verbrennt. Und das war jetzt sozusagen die Einleitung zum Yin-Mangel. Ich glaube, dass es nicht leicht ist, von dieser Begierde runterzukommen, weitere Medizin zu studieren, ein neues Buch zu schreiben, keine Ahnung, einen neuen Vortrag zu halten. Also kenne das ja selber, aber sozusagen diese Selbstentschleunigung, diese Dankbarkeit, die dauert halt, dass man das entwickelt. Insofern fast eine Übung, die man machen kann bei einem Yin-Mangel. Ich nehme mir das selber immer wieder vor, sich sozusagen in Dankbarkeit zu üben. Also sozusagen wahrzunehmen, einfach nur wahrzunehmen, wann das Universum uns wieder ein Geschenk gemacht hat. Und wir kriegen eh jede Menge Geschenke nonstop. Aber die sozusagen kurz sickern lassen, das können die Menschen, die ein gutes Yin haben, einfach besser als diejenigen von uns, deren Yin halt nicht so effizient ist. So, genau. Das war jetzt ein bisschen einleitend. Der Herz-Yin-Mangel ist jetzt, was den Schlaf angeht, doppelt unangenehm, weil möglicherweise können die Patienten einschlafen, wenn sie Glück haben. Glaube aber, dass die eher einschlafen können, aber dann erstens aufwachen nachts und zweitens ganz klares Indiz für einen Yin-Mangel ist Nachtschweiß. Also das sind die Menschen, die einfach dann 3-4 Mal aufstehen müssten, um ihre Klamotten zu wechseln. Also je schwächer das Yin, desto mehr Nachtschweiß in der Nacht und desto mehr ist der Geist dann auch irgendwie sozusagen nicht tief verwurzelt. Also man wacht auf in der Nacht und man schwitzt in der Nacht. Das ist sozusagen diese Geschichte. Von sämtlichen Yin-Problematiken, die man tagsüber haben kann, bei einem Herz-Yin-Mangel ist der Geist auch immer unruhig. Also neigt man sich ein bisschen zu Unruhezuständen, zu Panikattacken, zu Blasenentzündungen, zu Aften, also Schleimhautdefekten in der Mundschleimhaut. Also es gibt so ein paar Symptome, die ganz charakteristisch sind. Und halt sonst ist meistens ein Herz-Yin-Mangel, den wir jetzt besprochen, kombiniert mit einem Nieren-Yin-Mangel, weil Herz und Niere sozusagen Feuer, Wasser, chinesisch eine starke Verbindung hat. Das ist die sogenannte Shaoyin-Achse. Und Nieren-Yin-Mangel geht häufig mit Herz-Yin-Mangel oder Herz-Feuer einher. Wobei Herzfeuer kommt nachher. Wenn wir ganz kritisch sind, dann haben die wenigsten Menschen ein Herzfeuer, weil wenn das hier Yin ist, sagen wir, das ist Yin und das ist Yang, und das wäre der normale Zustand, so haben wir beim Herz-Yin-Mangel halt zu wenig an Yin und im Verhältnis zu viel Yang, deswegen ist das Yang überaktiv. Was anders ist es beim Herzfeuer, da haben wir normal viel Yin, aber der Geist hat wirklich zu viel Begierde. Also das ist ein Mensch, der wirklich im Überschuss ist oder frisch verliebt ist ungefähr. Also man hat zu viel Yang-Qi. Da könnte man wirklich das Yang dann zitieren. Aber bis die Menschen mit einem Herzfeuer zu uns in die Ordination oder in die Praxis kommen, haben die schon längst kein Herzfeuer mehr, sondern haben schon alle einen Herzchenmangel. Insofern ein didaktischer Unterschied. Beim Herz-Yin-Mangel, wo zu wenig Yin ist, wird unsere Therapie immer sein müssen, zu nähren
mit all den Methoden, die wir haben, das ist viel, viel langwieriger beim Herzfeuerpatienten, den ich nachher mache. Das wäre wirklich der Mensch, der halt dann gerade einen manischen Schub hat, wenn man so möchte. Da könnten wir uns erlauben, auch mal wirklich sedierend zu arbeiten. Glück ist, wer solche Patienten hat, bei denen können wir natürlich schneller relativ gut helfen können. Genau. Jetzt bin ich, glaube ich, genau, wenn wir die Zunge anschauen beim Herzchenmangel, dann werden wir häufig natürlich wieder die rote Zungenspitze haben und wir werden aber häufig auch Zeichen des Nieren-Yin-Mangels sehen. Also möglicherweise werden wir diesen Riss hier haben, diesen Shaoyin-Riss, also einen Riss in der Mitte der Zunge, der uns zeigt, dass das Yin halt der Nieren auch geschwächt ist, weil Herzchenmangel häufig mit einem Nieren-Yin-Mangel einhergeht. Also dieser Riss im Bereich der Zunge würde ganz gut passen. Und der Puls wäre so wie bei immer beim Yin-Mangel, der ist schnell, weil das Yang überwiegt, der ist oberflächlich, weil das Yin schwach ist und deswegen das Yang an die Oberfläche geht und das leer, also ein leerer, schneller, oberflächlicher Puls, spricht für den Yin-Mangel, genau. Also relativ gut zu tasten, wenn man so möchte. Wie gesagt, diagnostisch leicht festzustellen, weil das sind die Menschen, die ein bisschen einschlafen können, dann aber aufwachen und vor allem dann nachts einfach schwitzen. Wenn ich jetzt zu den Kräutern kommen darf, die Kräuter sind, ich schaue gerade durch, gar nicht so schlecht, wenn man so möchte. Da sind wieder Weißdornblüte drin und Passionsblüte. Die gebe ich so gut wie meistens rein bei den Schlafstörungen. Da ist wieder Hopfen drin, weil Hopfen Herzfeuer beruhigt, aber auch das Yin stärkt. Und dann habe ich aber Kräuter drin in dieser Rezeptur, die längerfristig wirklich das Yin dann nähren, die Basis stärken. Und da habe ich jetzt Kräuter genommen, die halbwegs gut schmecken, wenn man so möchte. Da ist jetzt der Ackerschachtelhalm drin, der ist vom Geschmack her relativ unspektakulär. Da ist Lungenkraut drinnen, was das Lungen-Yin nährt und die Schleimhaut nährt. Sowieso eine gute Pflanze bei trockenem Husten. Stärkt auch das Po ein bisschen, die Psychokomponente der Lunge. Und dann habe ich Süßholz reingegeben für diejenigen, die Süßholz gerne mögen vom Geschmack. Das sind einige, aber nicht alle. Sonst würde man halt das ein oder andere Yin-Tonic sonst dazugeben. Verschiedene Kleesorten sind zum Beispiel auch immer gut, um das Yin zu stärken. Aber so ist die Geschichte gar nicht so schlecht. Wir haben oben etwas, was beruhigt, wir haben unten etwas, was nährt und hoffen, dass das ganz gut dann sozusagen funktioniert. Jetzt schaue ich zur chinesischen Rezeptur. Genau. Die chinesische Rezeptur ist eine lustige. Chinesisch heißt die Tianwang Busing Tang. Tang ist das chinesische Wort für Suppe, weil diese Dekokte, diese lange Absude halt in der chinesischen Medizin Tang heißen. Und Busing heißt das Tonisieren des Herzes. Und Tianwang ist der Himmelskaiser. Also das ist die Rezeptur des Himmelskaisers, die das Herz nährt. Und die lustige Geschichte ist so, dass diese Rezeptur ist in der traditionellen chinesischen TCM-Literatur die einzige Rezeptur, die ohne Dosisangaben tradiert wurde. Das heißt, die Dosierungen, die ich da ins PDF geschrieben habe, das sind sozusagen Rezepturen, Vorschläge von mir, weil es da nichts Traditionelles gibt. Weil die Geschichte ist die, ein chinesischer Arzt hat geträumt von einer Rezeptur, die besonders gut wäre bei Patienten mit dem Herz-Yin-Mangel. Also diese Rezeptur wurde ihm sozusagen durchgesagt, durchgechannelt. Und er war so begeistert von der Rezeptur in seinem Schlaf, dass er dummerweise aufgewacht ist, bevor die Dosisangaben ihm durchgesagt wurden. Jetzt hat er halt nur die Kräuter aufschreiben können und halt nicht die Dosierungen, wie auch immer. Das ist eine richtig arge chinesische Rezeptur für diejenigen, die es gerne anschauen wollen. Da ist alles Mögliche drinnen, was Rang und Namen hat zum Nähren des Blutes, zum Nähren des Yin. Das ist also, wie wenn man ein Schlafpräparat schulmedizinisch geben würde. Nicht auf Dauer, es führt zu Feuchtigkeit, wirklich nur in akuten Problematiken, wenn man so möchte. Die Akupunkturpunkte sind jetzt
Relativ gemütlich, weil man einerseits das Herz nährt, wieder mit diesem Herz-7er-Punkt, den wir schon vorher gehabt haben. Und sämtliche andere Punkte, die ich reingeschrieben habe, wären mehr Punkte, die stärkend wären, vor allem auf das Yin. Deswegen gerne Niere 3 oder Niere 6 habe ich reingeschrieben. Das sind Punkte, die das Nieren-Yin stärken. Diese Punkte könnte man tonisierend nadeln, um wirklich das Yin zu behandeln, um die leere Hitze um die leere Hitze zu minimieren, wenn wir das Yin stärken. Also wir stärken eigentlich, wir tonisieren und wir beruhigen hier oben ein bisschen. Und was die Ernährung angeht, muss ich selber schauen. Da steht wahrscheinlich nicht viel. Genau, da steht wie bei einem Herzblutmangel und vermehrt halt Yin-stärkende Präparate. Und Yin ist schon ein bisschen dichter, ja. Deswegen kann die Ernährung auch ein bisschen dichter sein. Also gerne, ich habe hingeschrieben Samen und Nüsse. Also gerne Sachen, die ein bisschen schwerer sind. Gute Öle verwenden, gute Fette verwenden. Aber etwas, was ein bisschen schwer ist, was ein bisschen dichter ist, macht den Menschen auch ein bisschen dichter. Sojaprodukte habe ich reingegeben, weil die ganz gut fürs Hirn wären. Fisch ist gut. Und dann habe ich wieder die Dattel- und Longanfrüchte. Aber gerade bei diesen Patienten würden auch wieder Milch mit Honig ganz gut gehen, weil das halt ein blutnährendes oder yinnährendes Präparat ist. Weizen gekocht. Und die Flüssigkeit dann mit Honig versetzen, am Abend zu trinken, gar nicht so schlechte Sache. Und was ich diesen Patienten zusätzlich empfehle, was ich nicht ins PDF reingeschrieben habe, sind Mineralien, die man gerne geben kann. Also Kalzium ist ideal für diese Menschen und Magnesium, weil diese Präparate dicht sind, die sind schwer und bringen sozusagen die leere Hitze des Yangs nach unten. So wie die Chinesen Austernschalenpulver verwenden, nehmen wir halt schwere Dinge, etwas, was dicht ist, Kalzium und Magnesium, um die leere Hitze ein bisschen zu behandeln. Ein bisschen empfehlenswert wären auch Vitamin E wie Emil und B wie Bertha, weil das Yin und Jing Tonics sind. Also wenn Patienten, die nicht gut schlafen können, gerne ein Vitamin E und oder B-Präparat zusätzlich zu nehmen. Gerne alternierend, entweder E oder B und entweder Calcium oder Magnesium, aber das ist sicher gar nicht so schlecht unterstützend. Ich schaue auf die Uhr, dass ich da jetzt ein bisschen zügig zum Ende komme, dass wir noch für Fragen genug Zeit haben. Der nächste sind die Schlafstörungen aufgrund von Herzfeuer. Das sind jetzt wirklich die Menschen, die einen wirklichen Überschuss haben. Das sind die Menschen, deren Yin kräftig ist und die wirklich einen Überschuss an Yang Qi haben. Die glücklich, wenn man in dieser Position ist, also sozusagen halb manisch, komplett glücklich, frisch verliebt und halt nicht gut schlafen können. Aber jetzt auf die Schlafstörungen übertragen, das sind die Menschen, die vor allem nicht einschlafen können, weil unser Geist zu aktiv ist. Also Herzfeuer-Kennzeichen ist, man liegt im Bett, man kann nicht einschlafen und der Geist frups, wirbelt durch die Gegend. Also sozusagen nonstop 1000 Gedanken, die kommen. Herzfeuer. Und da wären dann jetzt eben diese Dinge indiziert, die jetzt gleich kommen. Wenn der Patient mal eingeschlafen ist, kann er meistens durchschlafen. Aber Herzfeuer, wirklich sehr aktiver Geist, auch tagsüber. Unruhezustände, Stottern könnte dazu passen, Logorrhoe, also viel Redefluss, wie ich gerade, und halt nicht einschlafen können. Ist er mal eingeschlafen, kann er durchschlafen. Die Zunge wäre rot und wenn das Herzfeuer ganz stark ist, ist die Zungenspitze so ein bisschen nach oben gebogen. Also das sind die Zungen, die dann nach oben gehen ein bisschen. Genau. Die Kräuter, wenn wir mit den westlichen anfangen, die könnten jetzt ruhig ein bisschen drastischer sein, als ich das reingeschrieben habe. Ich habe da jetzt Tropfen reingeschrieben, 4,5. Gut, das ist eh schon unangenehm genug, was das Bittere angeht. Und ich habe Löwenzahn reingeschrieben, weil bei der Hitze des Herzfeuerpatienten können wir natürlich mit kühlen Kräutern arbeiten. Das kann sein Löwenzahn, das kann Enzianwurzel sein, das kann sein Tausendguldenkraut. Also je mehr Hitze, desto bitterer ist die Rezeptur.
Und ich habe dann halt die Passionsblüte reingegeben, wie immer. Ackerschachtelhalm fürs Yin, Maishaar nur total lieblich, nicht wirklich relevant. Und die Rosenblüten sozusagen, um den Geist wieder Klarheit zu verschaffen. Aber bei wirklich Herzfeuerpatienten kann man gerne bitterkühlend arbeiten. Also gerne Löwenzahn, Enzianwurzel, 1000 Guldenkraut. Das sind die Menschen, die das vertragen, überhaupt kein Problem. Im Idealfall schmecken ihnen die Kräuter sogar. Aber ruhig mit bitterkalten Kräutern arbeiten oder bitterkühlenden Kräutern arbeiten. Die chinesische Rezeptur habe ich gewagt reinzugeben. Anshen Wan. Wan ist jetzt eine Pille, die den Geist beruhigt oder befriedet. In der chinesischen Rezeptur ist Cinnabaris drin, Zhusha, das ist toxisch für uns mit einer Quecksilberanteil drin, also sozusagen mehr historisch relevant. Aber die anderen Kräuter, falls jemand gerade das Skriptum vor sich hat, das letzte Kraut ist die Remania-Wurzel, das ist komplett nährend. Und das vorletzte Kraut, Rhizomocoptitis, heißt chinesisch Huanglian. Huang, chinesisch heißt gelb und es bezieht sich immer auf die Gerb- und Bitterstoffe in den chinesischen Kräutern. Und immer wenn eine Rezeptur oder ein Kraut Huang im Namen hat, heißt das Kraut schmeckt ganz, ganz furchtbar, weil es halt feuchte Hitze ausleitet. Da gibt es Huanglian für das Feuer im Herzen, das haben wir jetzt. Da gibt es Huangqin für die Leber, da gibt es Huangbei. Für die Blase, da gibt es Da Huang, Rhabarberwurzel, für den Dickdarm. Also das sind sozusagen die Kräuter, die man, wie soll ich sagen, nur mit aktivem Mitgefühl geben kann, weil das einfach nicht gut schmeckt. Aber effektiv ist es allemal, genau. Und die Akupunkturpunkte, die wir da haben, sind jetzt, weil ich das schon vorher angedeutet habe, der effektivste Punkt, den es bei Herzfeuer wirklich geben würde, ist der Punkt Herz 8. Den Punkt, den wir vorher gehabt haben, Herz 7, der ist ja bei der Handgelenksbeugefalte, klein fingerseitig, sozusagen da relativ gemütlich rein zu nadeln oder zu akupressieren. Der Herz 8. Punkt ist noch gemeiner, weil schmerzhafter. Wenn wir eine Faust machen, dort, wo sozusagen abgewinkelt die Spitze des kleinen Fingers ist, und zwar ist das ja im Idealfall zwischen Mittelhand 5 und 4 in der Mitte, dort rein, dort würde man nadeln. Das tut wirklich weh, aber das wäre der Punkt, den man nadelt, wirklich bei Herzfeuer. Ich war einige Zeit in Peking mal auf einer Station, wo diese Punkte gerne genadelt wurden. Das war wirklich so, dass ein oder zwei Ärzte haben den Patienten gehalten und der dritte Arzt hat dann eine Dreikantnadel genommen, die war relativ dicht, also fest, dass die nicht abbricht und die haben wie mit so einer Nähmaschinenbewegung, wups, da diesen Punkt hier genadelt. Oft wurde dann auch noch ein Schröpfkopf draufgesetzt, um wirklich Herzfeuer rauszuziehen, halt bei manischen Zuständen, bei Panikattacken, bei diesen ganz argen Herzfeuerproblematiken. Also für die Samurais unter uns, wer das probieren möchte, bei seinen liebsten Menschen wäre das Herz 8 der Punkt. Sozusagen gute. Wirken tut er gut, man muss nur sozusagen wirklich eine dicke Nadel verwenden, dass die auch überhaupt ins Gewebe eingebracht werden kann. Und was die Ernährungsempfehlungen angeht, ist das jetzt angenehm für diejenigen, die gerne bittere Sachen haben wollen, weil die können jetzt wirklich thermisch kühlend sozusagen also therapieren. Deswegen stehen da doch Salate, also sowas wie Chicorée, Endivien, ist wunderbar, bitter kühlend. Ich habe Joghurt hingeschrieben, ich habe Sojaprodukte reingeschrieben, die thermisch kühlend sind. Fisch statt Wild oder Lamm, Sprossen, grüner Tee, Pfefferminztee, Magnesium- und Kalziumpräparat. Also all das ist kühlend und halt keine scharf wärmenden Sachen, keinen Rotwein, keine geschwefelten Nahrungsmittel. Die müssten natürlich komplett gemieden werden. Ich bin da jetzt durch das letzte Herzfeuer ein bisschen zügig durchgegangen. Der Puls, habe ich vorher nicht gesagt, bei Herzfeuer ist leicht zu tasten, weil wieder an der Herztaststelle, also
tasten wir mit unserer rechten Hand, mit der linken Hand des Patienten. Und der ist schnell wegen der Hitze und der ist voll. Ist einfach ein schneller, voller Puls, den wir tasten in der Herzregion. Genau. Insofern, es ist jetzt auf meiner Uhr jetzt 20.49 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob wir um 21 Uhr schon aus dem Zoom-Meeting rausgekickt werden oder nicht. Oder ob wir noch Zeit haben, fein. Sonst können wir gerne noch ein bisschen überziehen. Wäre ich jetzt mit meinem Frontalvortrag mal fertig. Danke an der Stelle nochmal für die so angenehme Organisation. Goldeck, immer eine Reise wert, auch per Zoom eine Reise wert. Danke für das so angenehme sozusagen Mitbegleiten hier des Zoom-Meetings. Danke fürs Zuhören. Freue mich, meine Geschichten erzählen zu dürfen und stehe jetzt gerne noch für die eine oder andere Frage zur Verfügung. Genau. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, es gibt Fragen. Ich habe zwei notiert. Die erste war, Hopfen in Form von Bier, fragt Barbara. Mhm. Das spricht eigentlich gar nichts dagegen. Also dann ist es noch immer nährend. Bier wirkt ja nährend. Wieso nicht? Also die Chinesen, in weit verwenden die Chinesen gerne Alkoholauszüge von Kräutern. Die verwenden relativ viele Schnäpse. Aber natürlich sozusagen Alkohol in Maßen, eh klar. Ich verschreibe Hopfentee, aber Bier würde auch gut gehen gegen die leere Hitze. Befeuchtet halt mehr als Hopfen alleine. Also bei Milz-Tee-Schwäche würde ich mehr den Hopfentee empfehlen. Aber Bier würde, die Wirkung ist die gleiche, oder die Wirkung ist auch nährend und befeuchtend. Insofern kein Problem. Genau. Sabine hat die Frage gestellt, Goldrute auch bei Vorwehen gut? Ganz sicherlich sogar. Goldrute, weil es immer krampflösend ist. Wieso nicht? Genau. Weil es auf sämtliche Körperregionen geht. Wobei, warum ich jetzt so ein bisschen stottere, ist, dass die Chinesen extrem präzise sind, was die Phytotherapie angeht, bei schwangeren Frauen und auch bei stillenden Frauen. Da gibt es so richtige Listen, in denen man nachschauen kann, ob man das normalerweise geben darf oder eben nicht. Ich schaue da selber mal nach. In eines der Bücher habe ich es auch reingeschrieben, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und solche Listen haben wir halt von den europäischen Kräuter noch nicht. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Menschen, die Erfahrungen haben damit. Es gibt auch eine TCM-Kollegin, die Birgit Seibold-Kellner, die jetzt schon eine sozusagen eine ganze Krankenhausabteilung leitet in Deutschland, wo alle Patienten, die dorthin kommen, mit Kräutern therapiert werden. Total schön, also sozusagen frei zugänglich und auch Akupunktur bekommen. Da wird relativ viel Wissen jetzt gesammelt. Bei uns ist es halt so ein bisschen Versuch und Irrtum, aber ich denke, dass Goldrute trotzdem jetzt immer krampflösend wirkt und damit auch sozusagen ruhig einer Schwangeren gegeben werden kann. Noch dazu, wo ich vorsichtig wäre, was Phytotherapie angeht, ist immer die ersten 3 Monate der Schwangerschaft, weil da sozusagen das System, wenn man so möchte, am verletzlichsten ist, wenn man in den letzten Teilen der letzten Wochen der Schwangerschaft ist, können die Kräuter auf jeden Fall viel weniger Schaden anrichten, auch wenn wir weniger tradiertes Wissen haben, auf das wir uns hundertprozentig verlassen können. Wie gesagt, ich bin in den ersten 3 Monaten immer komplett zurückhaltend mit Phytotherapie bei meinen Patientinnen. Je länger die Schwangerschaft dann dauert, desto entspannter kann man dann, glaube ich, auch Kräuter dann aufschreiben. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Genau. Sind jetzt noch 3 Fragen eingetrudelt. Julia Marie fragt, wie ist es bei Schnarchen? Genau. Ich meine, Schnarchen, das habe ich am Anfang nur gesagt, dass es hauptsächlich eine Feuchtigkeits- und Schleimproblematik ist. Das ist jetzt natürlich sehr plakativ. Aber der chinesische Ansatz ist so gut wie immer, über Feuchtigkeit und Schleim zu gehen. Also man würde immer trocknend arbeiten. Und ich habe auch die Umkehrung des Magen-Qis reingeschrieben. Deswegen, man würde per se die Milz stärken, man würde Feuchtigkeit ausleiten und man würde das Qi bewegen. Jetzt sind es nicht nur die Menschen, denen man die Feuchtigkeit schon ansieht, die eine
Feuchtigkeitsproblematik haben. Also es sind nicht nur die Menschen über 130 Kilo, wo man die Feuchtigkeit schon sieht, sondern es können auch Menschen sein, die sehr schlank sind, die trotzdem unter Feuchtigkeit oder gar Schleim leiden, weil es ist mehr eine Schleimproblematik als eine Feuchtigkeitsgeschichte. Und ich versuche das darzustellen, vielleicht kann man gedanklich folgen. Die Chinesen haben immer das Konzept, auch bei Yin-Mangel-Patienten, also auch bei den Menschen, die ausgezehrt sind, dass jeder Mensch auch eine Schleimstagnation hat. Also wenn wir jetzt einen Yin-Mangel-Patienten haben, dann hat der immer leere Hitze. Und die leere Hitze führt immer dazu, dass die Feuchtigkeit, die da ist, gleich umgewandelt wird in zähen Schleim. Also den sieht man dann nicht. Ja? Also wenn wir denken an jemanden mit einer Überfunktion der Schilddrüse, komplett ausgezehrt und komplett trocken, dann hat er trotzdem irgendwo eine Schleimstagnation. Deswegen können auch sehr ausgezehrte Menschen irgendwie eine Schleimstagnation haben. Insofern die Therapie immer Beseitigung von Schleimstagnation. Und das geht halt ernährungstechnisch, das geht kräutermäßig sehr gut. Die Chinesen verwenden hauptsächlich Rhizoma pinellia, Banxia, das ist die Braunelle. Für uns wären es Spitzwegerich und Breitwegerich, die wir nicht verwenden dürfen, weil sie als hepatotoxisch gelten, als lebertoxisch. Insofern bleibt uns die Mariendistel ganz gut gegen die Schleimstagnation, die dann zu Schnarchen führt, Mariendistelsamen, die wir gerne geben können. Aber sonst natürlich die anderen Dinge, die den Patienten in Bewegung bringen. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen beantworten können. Schnarchen. Aber chinesisch ist eigentlich immer Feuchtigkeit und Schleimstagnation in Kombination mit einer Qi-Stagnation. Genau. Gabriele fragt, was würden Sie einem 2,5-jährigen Jungen empfehlen, der immer noch nicht durchschläft, sehr viel körperliche Nähe sucht, sehr impulsiv ist, extrem wütend werden kann? Wow. Hängt ein bisschen davon ab. Also 2,5 nehme ich an, wird nicht mehr gestillt, weil sonst, das ist immer das Erste, wenn Frau stillt, kann man Kräuter immer auch angenehm geben über die Muttermilch. Das klappt total gut. Erfahrungsgemäß bis Kinder 4 sind, geht es auch sehr gut einfach mit den Kräutern, weil ab 4 oder so, finde ich, fängt dann der Widerspruchsgeist an, wenn die Kräuter nicht so gut schmecken. Insofern hohe Kräuter geben. Wobei, so wie das klingt, wenn ein Kind so dynamisch ist, ich war hundertprozentig so. Bei mir wurde es jedes Jahr besser, je mehr ich mich bewegen durfte. Also ich würde die entsprechenden Kinder einfach gescheit fordern und sie viel spielen lassen. Also je mehr Körperlichkeit, desto besser ist es, um das Qi freudvoll zu verpulvern. Sonst gerne auch mit Kräutern arbeiten. Das kann ruhig wenig sein. Ich würde auf jeden Fall Rosenblüten geben, Blätter, weil das immer fein ist. Möglicherweise soll er gut schmecken, ein bisschen mit Pfefferminze, weil das ganz gut ist. Das bewegt das Qi ein bisschen. Und wenn leere Hitze dabei wäre, würde ich noch ein bisschen Lungenkraut dazugeben. Aber ich würde so einen Tee ab und zu den Kindern geben und relativ frohen Mutes sein, dass sich das eh gut auswächst. Klingt aber nach einem, da ist viel Qi da, das Qi gehört einfach bewegt, da ist einfach viel Kraft da. Und damit Entspannung durch Aktivität wäre irgendwie meine Empfehlung, auch sozusagen in dem Alter schon. Aber wie gesagt, Rosenblütentee in Kombination mit ein bisschen Pfefferminze, in Kombination mit Lungenkraut, weil Lungenkraut auch das Po stärkt, also der Platz, wo man ist, ob man sich dort geborgen fühlt oder nicht, sei das jetzt im eigenen Körper, in der Familie, in der Lebensphase. Insofern Lungenkraut total fein für Kinder, die so ein bisschen für Kinder immer fein und gern wieder mit ein bisschen Honig dazu, wenn der Schlaf nicht gut wäre. Damit hätte ich auch ganz gute Erfahrungen mit diesen. Also relativ banal, die Kräuter. Die Dosierung wäre relativ gering. Also wenn man jetzt so eine Rezeptur zusammenstellen würde, könnten das sein 50 Gramm Rosenblüten, 30 Gramm Pfefferminze, 40 Gramm Lungenkraut. Und von der Mischung reichen aber für 2,5-jährige Kinder maximal 2, eigentlich schon fast
Teelöffelchen. Also die Dosis kann relativ gering sein. Und das kann man ruhig mischen in das Lieblingsgetränk, das die Kinder sowieso gerne trinken. Also das soll halbwegs gemütlich gegeben werden können. Genau. Bettina bittet um ein paar Worte zu Zungenpiercing. Ihre Tochter, 17 Jahre, hat eines. Ja, ich meine, das egal, ob das jetzt ein Zungenpiercing ist oder zu viele Piercings sonst wo im Körper, die Chinesen würden eigentlich immer denken, dass jedes Piercing eine negative Wirkung hat, nämlich eine Blutstagnation, weil jeder Fremdkörper eine Blutstagnation macht, wie auch jede Hüftendoprothese und jeder Herzschrittmacher und auch jede Spirale, die Frau gesetzt bekommen kann. Also Fremdkörper würden Blutstagnationen machen. Das ist sozusagen jetzt die schlechte Seite der Medaille. Die gute Seite der Medaille ist natürlich, dass man ja unglaublich viel Glückseligkeit gewinnt durch so ein Piercing, weil man sich so schön vorkommt und wie auch immer. Also das, wenn man sich sehr freut über das, was man da bekommt, dann bewegt es ja das Qi, dann vermindert das die Nebenwirkung wieder ein bisschen. Also natürlich chinesisch nicht ideal, weil es in der Mitte des Körpers sich befindet, da ist sozusagen das Zhongmei-Zentralgefäß, das würde dagegen sprechen, sich sowas machen zu lassen. Wenn man ganz viel an Freude gewinnt und Freude bewegt immer das Qi, dann ist es okay. Wenn nicht, dann nicht. Ich persönlich, wenn mich Patienten fragen, ob sie sich sowohl eine Spirale geben lassen sollen oder auch Piercing setzen lassen können oder nicht, dann schaue ich immer nach Blutstagnationszeichen. Und wenn Blutstagnationszeichen da sind, dann teile ich eher meine mäßige Freude mit. Und wenn keine Blutstagnationszeichen da sind, dann ist es total okay, weil der Körper das dann gut aushält. Wie sieht man die Blutstagnation beim Menschen? Erstens, Blutstagnation macht Schmerzen, und zwar jene Schmerzen, die nicht wandernd sind. Also sobald wir, egal wo im Körper, Schmerzen haben, die immer an der gleichen Stelle sind, sei das jetzt, weiß ich nicht, die rechte Schulter, das linke Knie, der dritte Lendenwirbelsäule, egal wo, wenn man an einer Stelle Schmerzen hat, die nicht wandernd sind, dann würde das auf eine Blutstagnation hindeuten. Erstes Indiz. Zweites Indiz, wenn wir den Menschen anschauen, im Gesicht oder am ganzen Körper, für Blutstagnation spricht immer, dass das Farbbild nicht homogen ist. Meine Oma hatte früher ganz viele so Muttermale und helle Flecken und dunkle Flecken und so Besenreißerchen. Also es war wie so ein Sternenhimmel im Gesicht. Also je, Sommersprossen würden sogar dazu passen. Also je bunter das Bild ist, je weniger homogen, desto mehr spricht das für eine Blutstagnation und desto weniger würde ich jetzt mit Fremdkörpern im Körper sozusagen arbeiten wollen. Das Gleiche bei der Zunge. Wenn das Zungenbild homogen ist, keine Blutstagnation. Wenn die Zunge aber so fleckig ist, hellere Flecken, dunklere Flecken, wie auch immer, zyanotisch, also nicht homogen, spricht es für eine Blutstagnation, dann wäre ich wieder vorsichtig. Und dann gibt es auch eine Pulsqualität, die für eine Blutstagnation spricht. Und chinesisch ist das der Semai, das ist der raue Puls. Das ist so, wie man, der ist schwer zu tasten. Die chinesische Definition ist, wenn man einen Bambus hat und mit einem Messer den Bambus runterschabt, dann bleibt man hängen bei diesen Intersektionen, keine Ahnung, dort, wo die Blätter halt rauswachsen. Also man schrubbelt da drüber. Man kann sich auch vorstellen, man hat ein Schmirgelpapier oder eine Feile und fährt da so ein bisschen drüber. Also diese Unebenheit, dieses Gefühl hätte man, wenn man den rauen Puls palpiert, der für die Blutstagnation spricht. Insofern, ja, 17-Jährige, das ist das Gute an der Geschichte, 17-Jährige sind per se fit. 17-Jährige haben total viel Qi. Also besser ein 17-Jähriger sich ein Piercing machen lassen als ein 77-Jähriger. Wobei, das ist dann schon wieder cool. Wie auch immer. Aber sozusagen, je mehr Qi, desto besser verträgt man das natürlich. Genau. Per se aber natürlich jetzt, wie soll ich sagen.
man muss schon einen Vorteil davon gewinnen. Vom Piercing sonst nicht. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Kein Problem. Es gibt nur die Frage, 16-jähriger Sohn kann nicht einschlafen, oft erst spät, nach Mitternacht, teilweise um 2 Uhr. Eine ähnliche Frage kam, bis 2 Uhr sehr guter Schlaf und dazwischen, zwischen 2 und 2.30 Uhr, wie wachgerüttelt. Bitte um Rat. Okay. Ich gehe mal erst auf die 16-jährige, 16-jährigen Sohn, kann ich einschlafen? Ich meine, der 16-jährige Sohn, der nicht einschlafen kann, da würde ich eben mit hauptsächlich mit dieser Rezeptur für, also die banalste Schlafrezeptur, wenn wir das zusammenfassen, gerade was den Einschlaf angeht, ist immer Passionsblüte in Kombination mit Weißdornblüte in Kombination mit Ackerschachtelhalm. Das kann man so wie immer empfehlen. Ja. Gerade was das Einschlafen angeht, aber auch ein bisschen das Durchschlafen. Aber das wäre sozusagen die Methode der Wahl. Passionsblüte, Weißdornblüte, Ackerschachtelhalm. Wenn er jetzt wirklich so wie nie einschlafen kann um 12 Uhr, dann ist es komplett schwierig, das schnell zu ändern. Ich bin mir ein Fan von kleinen Änderungen. Also wenn er wirklich erst um 12 Uhr einschlafen kann, dann soll er sich gar nicht quälen, um 10 Uhr ins Bett zu gehen, weil das eh nicht funktioniert. Dann soll er sozusagen ruhig, ich bin großer Fan von Bewegung zu machen, also sich gerade körperlich zu erschöpfen, richtig gut rauszuarbeiten den Körper, um dann schlafen zu können. Also tagsüber, so es geht, gerne über den Körper zu gehen, dass der Körper einen Grund hat, müde zu sein. Und wenn er jetzt um 12 Uhr immer eingeschlafen ist, dann würde ich probieren halt mal am Anfang 23.45 Uhr so als Ziel. Und wenn das geht auf 23.30 Uhr, also ich würde da keine Riesenschritte machen, weil der Körper eine Zeit lang braucht. Also so 5 oder 10 Minuten Schritte, das sind, glaube ich, die realistischen. Wenn er dann aufwacht, dann muss es halt mehr in Richtung Yin nährend gehen, dann muss man ihn mehr yin-mäßig nähern. Das wäre dann das, was wir bei einem Herz-Yin-Mangel gehabt haben mit den Mineralien. Genau. Vielleicht trotzdem, ich kriege keine Prozente, gar nichts, aber es gibt eine Firma in der Schweiz, die heißt Padma, die hat ein Präparat, das heißt Nervotonin. Ich finde das komplett gut. Das wirkt gegen inneren Wind und ist gar nicht so schlecht bei Schlafstörungen. Kriegt man frei verkäuflich in den Apotheken. Das könnte man dann auch noch probieren. 2 Tabletten vor dem Schlafen gehen und vielleicht 2 Tabletten schon um 17 Uhr. Das ist so ein Breitspektrum yin-nährendes, geistberuhigendes Präparat, das möglicherweise gar nicht so schlecht ist. Nervotonin von der Firma Padma. Wie gesagt, keine. Bin nicht bezahlt. Ich finde es nur ein gutes Präparat. Auch jemand, der Unruhezustände hat und so weiter. Genau. Ja. Und jetzt die zweite Frage war ja, bis 2 Uhr der Schlaf sehr gut und dann wach. Das ist ja wirklich mehr der Hinweis auf den Yin-Mangel. Dann geht es wirklich um Yin. Nährende Dinge, vielleicht sogar dann nochmal was trinken, vielleicht sogar eine Kleinigkeit essen dazu, mit dem Vitamin B und Vitamin E arbeiten. Oder die Kräuter, die ich vorher gesagt habe. Jetzt wären es mehr die yin-nährenden Kräuter, die dann sicherlich getrunken werden können. Lungenkraut, Ackerschachtelhalm würde ich unbedingt den Kräutern dazugeben. Das wären so meine Lieblingskräuter zum Durchschlafen. Sonst ist die Frage, das kann die Gallenzeit sein, Herzzeit sein, spätestens Lungenzeit. Aber ich würde mehr diagnostisch denken, wenn jemand einschlafen kann und dann aufwacht, egal wann, ist meine Hauptdiagnose Yin-Mangel und dann würde ich schauen, dass ich das Yin bewahren kann und nähren kann mit den Methoden, die wir jetzt hier ein bisschen durchgemacht haben. Genau. Thomas Walder fragt noch, wie sollen die Rezepturen zubereitet werden? Danke für die Frage, genau. Die Kräuter werden immer gleich zubereitet, und zwar werden die mit heißem Wasser übergossen.
Die Kräuter, wie sie im PDF stehen, sind ja die Tagesdosierungen an Kräutern. Also das wäre die Tagesdosierung pro erwachsener Mensch. Die Kräuter mit heißem Wasser übergießen, 3 Minuten ziehen lassen, nur maximal 5, also nur kurz ziehen lassen, dann abseihen und dann halt trinken, im Idealfall lauwarm. Aber wie gesagt, heißes Wasser übergießen, 3 Minuten ziehen lassen, abseihen. Wenn man die Kräuter über den Tag verteilt trinkt, kann die Flüssigkeitsmenge rück ein Viertel bis halber Liter sein. Wenn man das eher nächtens trinkt, möchte man natürlich nächtens nicht so häufig auf die Toilette gehen. Insofern dann eher wenig Flüssigkeit, also sozusagen ein kleines Tässchen Flüssigkeit, um halt die Kräuter mit heißem Wasser zu ergießen. Übrigens, die Menschen, je mehr wir auf die Toilette gehen müssen des Nächtens, desto schwächer ist unser Nieren-Yang. Also die chinesische Diagnose Nieren-Yang-Mangel führt zu Nyktorie, zum nächtlichen Wasserlasten. Also wenn man einmal nachts auf die Toilette geht, kleiner Nieren-Yang-Mangel, wenn man 4, 5, 6 Mal nachts auf die Toilette gehen muss, starker Nieren-Yang-Mangel. Genau. Danke an Thomas Walder. Genau. Weitere Frage. Behandlung bei Tinnitus. Schwierige Frage, weil Tinnitus auch schwierig zu behandeln ist. Könnte man einen eigenen Vortrag machen, Goldeck, zu dem Thema. Per se glaube ich, dass Tinnitus leichter zu behandeln ist, wenn der Tinnitus Kurzzeit besteht, schwieriger zu behandeln, wenn der Tinnitus schon lange Zeit besteht. Glaube auch, dass der Tinnitus jener Tinnitus leichter zu behandeln ist, der variiert, also der verschiedene Tonhöhen hat, also mal hoher Ton ist und mal tiefer Ton und wo die Lautstärke variiert. Also immer wenn der Pfeifton variiert, kriegen wir den leichter hin. Wenn der Ton immer gleich vor sich hin pfeift, viel schwieriger zu behandeln. Sonst ist es chinesisch immer 3 Faktoren. Nieren-Yin-Schwäche, aufsteigendes Gallen-Yang und Leber-Qi-Stagnation. Also all diese 3 Faktoren sind da. Nieren-Yin gehört immer gestärkt, Gallen-Yang gehört beruhigt und das Leber-Qi gehört bewegt. Und das halt mit Abstufungen. Die ausgebrannten Patienten gehören mehr yin-mäßig genährt. Die Fülle-Patienten, die wirklich eine Fülle haben, wo der Tinnitus auch mehr wird, wenn man draufdrückt, da auf den Antitragus, also wenn der Ton hier mehr wird, wenn man da draufdrückt, dann ist es ein Füllehinweis. Wenn der Ton weniger wird, dann ist es ein Mangelhinweis. Genau, aber gar nicht so leicht, Tinnitus. Bin immer Fan von multifaktorellen Ansatz, also gern auch zum Shiatsu-Therapeuten gehen, zu Tweener, gern über den Körper zu gehen, Kräuter, also es gibt verschiedene Dinge. Aber es ist nicht so eine riesige Erfolgsstory mit chinesischer Medizin, Tinnitus. Gerade die langwierigen Geschichten. Genau. Spricht man von Herz-Yin-Mangel auch dann, wenn kein Schwitzen dabei ist, fragt Sabine. Ja, danke für die Frage. Ich glaube schon, weil dieses, das ist einfach eine Graduierungsfrage. Je stärker der Yin-Mangel ist, desto mehr kommen sämtliche Symptome, die man haben kann. Wenn der Yin-Mangel nicht so stark ist, dann ist halt der Nachtschweiß nicht so stark. Also man kann theoretisch auch einen nicht so starken Yin-Mangel haben, ohne nachts viel zu schwitzen. Also, und wenn man wirklich klatschnass ist in der Nacht, und zwar nur in der Nacht, dann ist es wirklich ein starker Yin-Mangel. Vielleicht kann man es so ein bisschen sozusagen beantworten, je nachdem, wie stark der Yin-Mangel ist. Je stärker der Yin-Mangel, desto stärker wird der Nachtschweiß, wenn man so möchte. Wenn er nur nachts auftritt, tagsüber, ist es ja mehr, ist nicht andere Diagnosen. Gibt es hilfreiche Akupressurpunkte bei Herzrhythmusstörungen? Ja, danke für die Fragen. Gibt es? Ich würde da chinesisch differenzieren wollen, ob die Herzrhythmusstörungen eher rhythmisch sind, also ob das rhythmisch zu schnell ist und dann pausiert oder ob das komplett unrhythmisch ist. Wenn es komplett unrhythmisch ist, mal zu schnell, mal zu langsam, mal kurze Pause, mal lange Pausen, also sozusagen
Ja, nickt mir entgegen, danke. Also wenn das komplett unrhythmisch ist, dann ist die Hauptdiagnose kinesisch auf jeden Fall auch Schleimstagnation dabei. Und der Akupressurpunkt dafür, der beste Punkt überhaupt, ist Magen 40. Das ist ein Punkt, der zwischen Knie und Fußwurzel ist. Magen 40 zu akupressieren, total fein gegen die Schleimstagnation für die unrhythmischen Herzgeschichten. Und sonst, wenn es arrhythmisch ist und schnell, dann natürlich diese Herz 7 oder Herz 8 Punkte oder Herz 6. Aber Magen 40 bei den arrhythmischen Herzrhythmusstörungen gar nicht so schlecht, genau. Danke, Lea, fein. Claudia Weber schickt die Frage: Tiefe Risse in der Haut, Fußsohle, Ferse. Gibt es unterstützende Tees oder Kräuter? Wow, in der Fußsohle oder Ferse? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Super. Ich probiere. Also tiefe, also chinesisch geht man die Falten immer an über das Stärken des Yin. Gerade die Falten, die so sind, die so längs sind. Insofern wären es yin-stärkende Kräuter oder blutnährende Kräuter, die nicht befeuchtend sind, gerade was die Hand- und Fußsohlen angeht. Handinnenflächen sind übrigens Reflexion des Unterleibs. Also die Dinge, die man hier hat, hat man auch sozusagen im unteren Erwärmer, weil es gibt oft Frauen, die dann im Wechsel hier entzündliche Hautproblematik und so weiter bekommen, wie auch immer. Mein Hauptkraut für diese Problematik wäre Lungenkraut, weil Lungenkraut so ein bisschen kollagenmäßig die Kollagenfasern wieder nährt. Chinesisch gibt es auch ein Kraut, das ist die Schlangenbartwurzel, heißt sie deutsch Tuber ophiobucanus, heißt sie Latein, und Maimendung heißt sie auf Pinyin. Tuber ophiobucanus, Maimendung, Schlangenbartwurzel, und die Entsprechung westliches Lungenkraut, ganz banales Kraut. Genau, das wäre so ein bisschen ein Versuch, ohne dass ich es jemals probiert hätte. Gerade über die Fußsohlen bin ich, das wäre sozusagen noch nie da gewesen. Genau. Ich habe schon so nicht heilende Wunden und offene Ulzera und so, die ich behandle, aber noch nicht so trockene Haut einfach. Genau. Insofern wäre es nur ein Versuch. Genau. Noch Frage bezüglich der Teezubereitung bei den Kindern. Gleich lange? Genau. Entschuldigung, weil ich es gerade noch, wenn die Haut so trocken ist, weil ich da gerade noch gedanklich, ich glaube, ich würde auch Öle probieren. Die Chinesen haben oft das Konzept, dass wenn die Haut trocken ist, dass die Schicht unter der Haut trotzdem verstopft ist. Also viele trockene Hautproblematiken wären nicht wirklich besser, wenn wir befeuchtende Cremen draufklatschen, weil die Haut dann drunter, diese Schicht, die Nährschicht, noch erstickter wird. Es gibt aber 2-3 Öle, die die Haut oben nähren und unten nicht verstopfen. Das sind Leinsamenöle vor allem und Sesamöle. Insofern könnte ich mir vorstellen, bei diesen tiefen Rissen in der Haut, dass man dort mit Leinsamenöl oder Sesamöl auch noch probiert, das äußerlich aufzutragen. Genau, Entschuldigung, das war nur noch so ein Gedanke. Kinderdosierungen mache ich komplett einfach, wenn man davon ausgeht, die normale Erwachsenendosis sind so meistens so 20 bis 30 Gramm Kräuter pro Tag oder so, wie wir es ins PDF reingeschrieben haben. Wenn wir davon ausgehen, dass so ein Erwachsener im Schnitt zwischen 60 und 80 Kilogramm hat, dann macht man das einfach prozentuell. Also wenn ein Kind 6 bis 8 Kilogramm hat, dann sind das 10%. Also dann nimmt man 10% von der Erwachsenendosis. Wenn das Kind, Gott, jetzt wird es mathematisch, halt was 12 bis 16 Kilo hat, dann sind es 20% und so weiter. Also relativ niedrige Dosierungen, aber das geht eigentlich ganz gut, sollte funktionieren. Wanda schreibt noch eine Frage: Schwiegervater, 93 Jahre jung, leidet an Schwindel. Gibt es hier eine Empfehlung? Ja, ich meine, die Schwindel kann natürlich viel sein. Chinesisch ist es eine Mischung aus einem Yin-Mangel, das ist das Erste, und einer Schleimstagnation.
Insofern müsste man das Yin stärken und gegen Schleimstraktionen arbeiten. Die Chinesen verwenden da gerne ihre Ginkgo-Präparate, die genau das machen, innerem Wind entgegenarbeiten und gegen Schleimstagnationen. Was ganz gut geht auch, sind Olivenblätter. Die sind gut zu beziehen und erhältlich. Was auch gehen würde, ist Efeu. Efeu gilt wieder als hepatotoxisch, kriegt man nicht. Sonst würde mein Gedanke sein, wenn ich höre, ich habe einen 93-jährigen Herrn vor mir, dass bei 93-Jährigen wir sowieso immer stärken sollten. Insofern wäre einfach hauptsächlich Stärkung der Mitte da die Methode der Wahl. Und um das Qi zu bewegen, würde ich es immer gut finden, Bewegung zu machen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Schwiegervater noch körperlich gefordert werden kann, indem er spazieren gehen kann, was wunderbar wäre gegen Schleimstagnation und gegen den inneren Wind. Wenn das geht, ganz perfekt. Ich würde da richtige Rituale draus machen. Wenn nicht, würde ich ihn auch immer passiv durchbewegen, wo jemand kommt und sozusagen den Körper durchbewegt. Das Qi muss bewegt werden. So wie halt, wenn wir Qigong praktizieren oder meditieren, ohne außen viel Bewegung zu machen. Die äußere Bewegung ist komplett gut und auch für 93-jährige Herrschaften sicher gut. Aber wie gesagt, Ginkgo, Mariendistelsamen gehen ein bisschen in die Richtung und Olivenblätter, das wären Kräuter, die man auf jeden Fall geben könnte, weil Efeu nicht leicht für die Nichtmediziner unter uns zu beziehen wäre. Olivenblätter sollte gehen, genau. So, ich glaube, jetzt alle Fragen halbwegs zu diesem Thema sind beantwortet. Ich glaube, unser Raum schließt circa um 21.30 Uhr. Es gibt jetzt noch eine Frage. Würden Sie zur Corona-Impfung raten, ohne dass wir jetzt eine große Diskussion lostreten? Ja. Vielleicht, dass Sie da noch kurz was dazu sagen. Kann ich gerne machen. Ich meine, das Thema ist komplex und jetzt, wo 1,5 Jahre vorbei sind, hat jeder von uns, der sich impfen hat lassen, gute Gründe gehabt. Und die nicht geimpft sind, haben auch gute Gründe gehabt. Ich persönlich bin geimpft. Ich hatte meine Gründe dafür, ganz klar, weil ich gehe gerne schwimmen. Hier in Wien in die Stadthalle, da komme ich nur geimpft rein und in die Römertherme. Ich möchte gerne herumreisen. Ich bin gerade dabei, mir ein Flugticket für Indien zu checken, weil nach Indien kann man wieder fliegen. Also ich habe viel Benefit davon. Ich finde es fein, dass wir Patienten begleiten können mit verschiedenen Methoden. Einerseits, wenn sie Corona haben. Also wer Corona hat, bitte unbedingt gerne einen TCM-Arzt ankontaktieren. Es gibt so eine eigene Homepage, die heißt TCM Connect, wo verschiedene Ärzte sehr viel Erfahrung haben mit Präparaten, die aus China kommen. Bei leichten Fällen, bei schweren Fällen, jetzt auch schon bei Long-Covid, weil wir natürlich, das ist sozusagen unser tägliches Brot als TCM-Ärzte, finde ich gerade. Also wir können da relativ viel tun mit guten Methoden. Und was wir auch machen, ist natürlich jetzt Präparate geben, dass, wenn man sich impfen lassen möchte, dann sozusagen der Impfwirkung entgegenwirken, der Nebenwirkung entgegenwirken. Weil die Impfung aus Sicht der chinesischen Medizin natürlich eine Wirkung macht. Die Impfung, die wir geben, nicht oral, sondern die wird ja gespritzt, macht Bluthitze chinesisch. Deswegen Menschen, die Bluthitze haben, würden dann halt mit Hausausschlägen reagieren oder Menschen, die viel Qi haben oder Hitze halt mit Fieber, was per se ja gar nicht so schlecht ist, weil das dann rauskommt. Aber um sozusagen dieser Wirkung entgegenzuwirken, würden wir halt gewisse Kräuter geben, die die feuchte Hitze ausleitet und die Bluthitze ausleitet, genau das, was die Impfung halt macht, damit es halt gut über die Bühne gibt. Jetzt gibt es eh verschiedene Kollegen, die verschiedene Sachen empfehlen. Ich persönlich empfehle es sonst bei Impfungen immer nur Stiefmütterchen zu geben. Das bezieht sich auf alle Impfungen, auch bei Kindern. Also Stiefmütterchen Tee zu trinken. Jetzt bei Corona explizit ist es die Mischung aus Stiefmütterchen mit Löwenzahn. Also man besorgt sich 50 Gramm Stiefmütterchen, man besorgt sich 50 Gramm Löwenzahn und man fängt damit 2 Tage vorher an, nimmt es dann bis 3 Tage nach der Impfung, außer man fiebert, dann nimmt man es noch so lang, wie man halt fiebert, um dann längerfristig die Nebenwirkungen zu minimieren. Komplexes Thema, hochgradig emotionales Thema,
Man kann es, es ist ein komplexes Thema. Schön, wenn man, es ist, glaube ich, gut, sich impfen zu lassen, wenn man ein gutes Gefühl hat. Man soll nicht gegen seinen Wunsch gehen. Also es ist gut, einen Punkt zu finden, wo man sich sicher ist und dann dementsprechend zu handeln. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Deswegen ist es fein, Gründe zu finden, wenn man sich impfen lassen möchte. Ja. Aber es ist, wie soll ich sagen, wir haben das jetzt schon 1,5 Jahre durchgemacht. Die Diskussionen haben wir auch schon alle geführt. Es ist ein komplexes Thema. Ja, lieber Herr Dr. Bloberger, schauen wir noch, gibt es noch eine Frage? Eine Frage gibt es noch. Welche Teemischung würden Sie bei Gedankenreisen am Tag empfehlen? Gar keine. Muss ich überlegen. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Gedankenreisen kann ja auch eine total schöne Sache sein. So, also wieso soll man das stoppen? Wenn das Überhand nimmt, dann kann man es natürlich stoppen, indem man yin-stärkende Kräuter gibt. Also dann würde ich mit Ackerschachtelhalm arbeiten, um das irgendwie runterzuholen. Die interessante Überlegung ist, ob man nicht Eisenkraut gibt und oder Johanniskraut. Das sind Kräuter, die den Inhalt des Hun an die Oberfläche bringen, die einen noch mehr bewusst machen, was man schon hat. Das ist ein bisschen eine paradoxe Intervention, aber wenn der Geist eh die ganze Zeit arbeitet, dann den Inhalt des Geistes mehr bewusst zu machen mit Eisenkraut und Johanniskraut. Genau. Die Frage ist mehr für mich, ob das angenehme Gedanken sind oder nicht angenehme Gedanken. Weil in Wahrheit denken wir eh die ganze Zeit. Also wer denkt von uns nicht? Ich persönlich liebe es, die Tibeter nennen es Schiene, die Meditationspraxis. Es ist die Praxis des stillen Verweilens, wo wir wirklich nicht denken, wo wir sozusagen Gedanken wahrnehmen, aber kaum bewerten und sie vorbeiziehen lassen. Und wie lange können wir in dem Zustand zwischen zwei Gedanken verweilen? Ja? Nicht sehr lange. Also wir sind eh die ganze Zeit am Denken. Ich gehe deswegen so viel schwimmen. Ich schwimme manchmal wirklich ohne zu denken. Und wenn ich Glück habe, schwimme ich 20 Minuten und habe kaum gedacht. Das ist genial. Aber in Wahrheit denken wir eh die ganze Zeit. Ich glaube, die Übung ist mehr, was man denkt. Also das Denken auszuschalten ist eine Übung, das andere ist zu kontrollieren, was wir denken. Und da sind wir der volle Boss. Ja, wir können immer positive Sachen denken, wir können liebevolle Sachen denken und wir können konstruktive Sachen denken. Also wenn wir merken, das Gedankenkreisen geht in eine Richtung, die wir nicht wollen, dann können wir selbst Stopp sagen. Also denken tun wir nonstop. Also selbst die Meditationsyogis denken dauernd, fürchte ich. Also, natürlich bemühen wir uns ab und zu eine Pause zwischen die Gedanken reinzuquetschen, aber wie gesagt, Johanniskraut und Eisenkraut wäre eine paradoxe Intervention, weil das sozusagen den Inhalt des Unterbewusstseins noch mehr in die Oberfläche bringt. Das gibt dann spannenden Anlass zum Denken, so ungefähr. Aber na, wenn es in Richtung Panik und Unruhe geht, dann sind es natürlich die herzfeuerberuhigenden Präparate wie Passionsblüte und Weißdornblüte, genau. Okay, eine letzte Frage noch. Was tun bei wandernden Gelenkschmerzen? Ich meine, wenn die Gelenkschmerzen wirklich wandern, ist die gute Nachricht, ist, dass das möglicherweise leichter zu behandeln ist, wie die immer lokal sind. Die wandernden Schmerzen sind chinesisch immer, die Diagnose ist ein Blutmangel in Kombination mit innerem Wind. Insofern wäre die Therapie der Wahl immer das Blut zu nähren, über Nahrungsmittel, über Kräuter und so weiter. In Kombination mit halt Sachen, die wirklich gegen die Schmerzen arbeiten. Die Chinesen verwenden da, oder chinesisch gedacht wäre das
Krallendorn und Teufelskralle für Gelenke, aber wirklich das Blut auch zu nähren bei wirklich wandernden Gelenkschmerzen. Wobei die wandernden sind mir viel lieber als die, die immer an der gleichen Stelle sind. Man würde dann wirklich das Blut nähren, um sozusagen das dem inneren Wind entgegenzuwirken. Sei es mit einem Rindfleisch, sei es mit Kürbis und Karotten, mit Petersilienwurzel, in die Richtung würde ich da ein bisschen denken. Ja. Und nichts essen, was den inneren Wind verstärkt. Also keinen Kaffee trinken, der den Blutmangel verletzt. Nicht zu viel scharf heiße Nahrungsmittel nehmen. In die Richtung würde ich ein bisschen denken. Ja. Genau. Fein. Gut, wunderbar. Herr Dr. Bloberger, vielen lieben Dank für die interessanten Ausführungen, für diesen kurzweiligen Abend. Unglaublich, was Sie da in diese Zeit hineinpacken. Die Frage war jetzt noch, gibt es eine Aufzeichnung? Ja, gibt es. Wir haben den Vortrag jetzt mitgeschnitten und werden dann per E-Mail bekannt geben, wo wir ihn zur Verfügung stellen, wo er abgerufen werden kann. Natürlich kostenfrei. Ja, also ich möchte mich auch von unserer Seite vom Kulturverein Schloss Goldegg recht herzlich bedanken und wünsche allen eine geruhsame und erholsame Nacht oder Nächte. Herr Dr. Bloberger, danke Ihnen vielmals. Genau, ich kann mich nur anschließen. Es war mir eine Freude, wieder etwas erzählen zu dürfen. Danke, danke für die gute Organisation. Danke, dass so viele zugeschaut haben. Und wir haben eh schon 2 Termine wieder ausgemacht im kommenden Jahr. Insofern bin ich schon voller Vorfreude auf die Vorträge über Depression und über, was habe ich dann noch? Ich glaube, Rückenbeschwerden oder so, bin gar nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall schon 2 Termine ausgemacht. So wünsche ich auch allen angenehme Schlaf oder Träume und freue mich auf ein Wiedersehen in Goldegg, physisch oder auch online. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Alles Liebe. Danke. Alles Liebe. Danke sehr.